Ja, schönen guten Tag, schönen guten Abend allerseits. Herzlich willkommen hier bei WH Self Invest. Der Webinar-Marathon nimmt weiter seinen Lauf. Unsere Webinar-Wochen. Wir haben ja 2 Wochen jeden Tag einen anderen Gastredner letzte Woche gestartet. Gestern war Bürger Schäfermeier dran. Heute geht es um ein ganz wichtiges Thema mit André Stacke. Da freue ich mich schon richtig doll drauf. Und ja, Sie anscheinend auch, weil Sie entschieden haben, sich den Abend heute freizuhalten, um bei uns zu sein, denn es rattert hier bei der Anmeldung richtig durch. Also das ist wunderbar, das freut uns sehr. Das zeigt auch, dass dieses Thema sehr wichtig ist für Sie und es ist ja auch wichtig. Ja, das ist ja das wichtigste Thema überhaupt beim Trading. Ich sage ja mal, gewonnen und verloren wird zwischen den Ohren. Ja, also insofern ganz wichtige Sache. Also, Disziplin, der eigentliche Schlüssel zum Handelserfolg, ist das Thema heute. André Stagge wird Ihnen dazu gleich was erzählen. Und wir werden durch die Themen durchgehen, warum Disziplin zum Beispiel auch so wichtig ist beim Traden, wie Sie das lernen und sich bei diesem Thema auch verbessern können. Das ist ja auch immer so eine Frage, wie mache ich das eigentlich, wenn ich es zwar weiß, aber wie kann ich das Problem eigentlich lösen? Und dann gibt es auch noch 5 praktische Tipps und Tricks und vieles, vieles, vieles mehr. Ja, der André hat ja da immer ganz viel auf der Pfanne und da freue ich mich, wie gesagt, schon sehr drauf. Ja, dann wie immer am Anfang der Risikohinweis, den darf ich ja nicht vergessen, ganz wichtig. CFDs sind komplexe Instrumente. Sie sehen es hier auch eingeblendet, ne, und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Futures sind komplexe Instrumente und unterliegen unvorhersehbaren Kursschwankungen. Es handelt sich um Finanzinstrumente, die es dem Anleger ermöglichen, einen Hebel zu nutzen. Und der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Jeder Anleger sollte also deswegen vorher sehr sorgfältig und eventuell auch unter Einschaltung externer Berater prüfen, ob diese Finanzprodukte für ihn geeignet sind. Bevor Sie also eine Anlage tätigen, sollten Sie sich mit den Kontraktspezifikationen und Risiken der CFDs vertraut machen, in die Sie investieren möchten. Die auf einem Demokonto, also einem Paper-Trade-Konto, realisierten Gewinne sind natürlich keine Garantie für zukünftige Gewinne und Sie sind nicht verpflichtet, Hebel zu nutzen. Und alles, was wir Ihnen auch heute zeigen, es kann also auch durchaus sein, dass da auch das ein oder andere strategiemäßig bei ist, dann sollten Sie bitte das auf eigene Gefahr, wenn Sie es machen wollen, nachtreten. Ja, also auf keinen Fall soll das eine Aufforderung sein, diese Sachen nachzutreten, sondern wie gesagt, das müssen Sie in eigener Verantwortung bitte tun. Auch nicht stillschweigend, wie es immer so schön im Juristendeutsch heißt, ne? Ganz wichtig. Super, alles klar. Dann ja, würde ich sagen, ich gucke noch mal hier kurz durch, ob alle an Bord sind, ob das alles hier gut aussieht. Das sieht aber gut aus. Müssen alle auch mich hören können. Warte mal, ich muss mal hier eine Sache noch machen. So, vielleicht können Sie mir noch freundlicherweise kurz mal durchposten, ob Sie mich gut hören können, ob Sie das Startbild hier auch gut sehen, diese Startfolien. Perfekt, wunderbar. Da bin ich doch schon mal glücklich, dass das funktioniert. Und genau, dann ja, fangen wir an. Also dann begrüße ich mal ganz herzlich André Stagge. Freue mich sehr, dass du da bist und dass du mal wieder Gast bei mir bist. Hallo André. Ganz lieben Dank, Stefan. Ich muss sagen, du hast ja schon den ersten exzellenten Wortwitz gerissen. Der Webinar-Marathon läuft. Also da musste ich schon herzhaft lachen und ich hoffe, den einen oder Gut, anderen ne? Lacher auch heute auch im Webinar. Ja, war wirklich gut. Ja, siehst du, ja, das ist mir gar nicht so. Ja, der läuft, ja, er läuft halt. Gut. Ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen, egal. Ja, gewonnen und verloren wird zwischen den Ohren. Das ist so heute unser Problemschwerpunkt, ne, wo wir so rangehen müssen. Wie schwer ist So. es, nach dem 5. Verlust hintereinander beim 6. Mal auf die Maus zu drücken und den Trade zu machen, wenn er angesagt ist, wenn mein Regelwerk erfüllt ist? Na, sowas sind doch die Fragestellungen, die du uns heute präsentieren wirst, schätze ich mal. Genau, das ist die spannende Frage und das mit den Ohren, das finde ich sehr, sehr clever und auch mit dem Wortwitz, das ist wieder so Dinge, bestimmte Fähigkeiten werden einfach implizit gelernt oder eigentlich sogar alle Fähigkeiten, das heißt alles, was wir wirklich können im Tun,
haben wir irgendwann implizit gelernt. Das bedeutet klassisch Autofahren. Das kann man eben nicht nur auf dem Reißbrett lernen. Das kann man eben nicht nur im Simulator lernen, sondern man muss wirklich auch mal tatsächlich fahren. Fakten können wir zwar explizit lernen und das macht das Webinar heute auch so interessant. Denn natürlich, ich verrate mal kein Geheimnis. Ich glaube nicht, dass es bei dem einen oder anderen jetzt einen riesen Disziplin-Schock geben wird und danach ein undisziplinierter Trader in einen disziplinierten übergehen wird. Aber wie gesagt, du hast es ja schon anmoderiert. Ich habe 5 Tipps und Tricks dabei, die auf jeden Fall helfen können. Ich habe mich über 22 Jahre mit dem Thema Trading-Disziplin beschäftigt und weiß ja auch, ich bin 8-mal Marathon gelaufen, habe Triathlon gemacht, Ironman und, und. Da braucht man auch eine ganze Menge Disziplin, kann natürlich Oh das ja. ein oder andere auch im Trading mitnehmen. Aber, das wird euch dann vielleicht auch gleich überraschen, es ist gar nicht so viel, wie man denkt. Und diese kleinen Tricks und diese kleinen Kniffe für zwischendurch, wenn man die einfach routiniert umsetzt, kann man es eben schaffen, dann auch nach dem 5. Verlust noch voller Freude und Glück auf die Maus zu klicken. Das habe ich nämlich auch sehr Voller Freude profitabel vor allen zu Dingen. Das traden. finde ich gut. Richtig ist es. Geht alles. Wir lernen Das nur ist mit super. Emotionen und darum wird es dann eben auch in der Präsentation gleich. Ganz kurz, ich habe mal noch mal hier so eine kleine Umfrage vorbereitet. Da können wir mal schauen, wie sich unser Publikum heute zusammensetzt. Die Frage ist, wann haben Sie denn mit dem Live-Training angefangen? Vor mehr als 4 Jahren, in den letzten 3 Jahren oder Sie sind im Moment gar nicht tätig? Aus welchen Gründen auch immer, weil es Ihnen vielleicht zu volatil ist oder Sie keine Zeit haben oder ja, wie auch immer. Das ist jetzt erstmal nicht das Thema. Ich würde nur gerne mal wissen wollen, wie sich das heute hier zusammensetzt. Das habe ich jetzt auch die letzten Webinare mal gemacht und das war wirklich komplett unterschiedlich. Das war mal sehr spannend. Wir hatten am letzten Donnerstag, beim Mario war das komplett ausgeglichen. Da war das so ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Ja. Das war also ganz spannend. Und hier haben wir jetzt doch einen großen Schwerpunkt. Das ist spannend. Ich zeige das gerade mal. 38% haben vor mehr als 4 Jahren angefangen, 46% in den letzten 3 Jahren und 14% sind im Moment nicht tätig. Ne? Also wir sind haben einen deutlichen Schwerpunkt so hier bei den 1 bis 3 Jahren, sagen wir mal. Das ist doch schon mal spannend. Gut. Ja, André, willst du dann den Bildschirm übernehmen? Ja, kannst du ihn mir geben? Mach ich doch, mach ich doch, mach ich doch. So, da ist er. Wunderbar, vielen Dank, Stefan. Und damit nochmal herzlich willkommen. Liebe Grüße hier aus Frankfurt. Schöne Grüße an die Teilnehmer auch. Das ist eine tolle Runde, die wir heute zusammenbekommen haben. Ganz lieben Dank auch an WH Self Invest für die Einladung. Und ich finde es ein unglaublich spannendes Thema. Also Disziplin im Trading ist eben der eigentliche Schlüssel zum Handelserfolg. Und ich mache die Präsentation auch gleich groß, keine Sorge. Ich möchte nur auf einen wichtigen Faktor eingehen, bevor wir wirklich anfangen. Und das finde ich eben auch gut, weil der eine oder andere kennt mich heute vielleicht im Webinar. Ich bin ja normal immer unterwegs und stelle euch Handelsstrategien vor. Über 30 Handelsstrategien habe ich schon auf meiner Webseite veröffentlicht. Und das ist das Thema, womit ich auch denke, dass ich am meisten bewirken kann und die meisten Trader auch vielleicht den einen oder anderen guten Impuls von mir bekommen. Aber das eigentlich Schwierigere ist es eben, diese Handelsstrategien umzusetzen. Ich sage ja immer, Börsenerfolg sind zwei Dinge. Ihr braucht eine Strategie und ihr solltet in der Lage sein, die Strategie umzusetzen. Und das Zweite, also diese Umsetzung ist das eigentliche Problem. Ich habe über 10 Jahre gebraucht, um meine Strategien zu finden und habe dann vielleicht nochmal 10 Jahre gebraucht, um die Strategien wirklich gut und diszipliniert umzusetzen. Darum wird es heute gehen. Wie gesagt, ich zeige euch 5 Tricks, wie es leichter geht, was ihr machen könnt, welche Fehler ich vielleicht auch gemacht habe, die ihr vermeiden könnt. Aber wie gesagt, Fähigkeiten werden implizit erlernt, Fakten explizit bedeutet. Also heute können wir nur über Fakten sprechen. Das eigentliche Lernen, das ist wie beim Sport auch. Ich kann euch nicht zum Triathleten reden. Ich kann euch nur motivieren. Ich kann euch sagen, wie ihr vielleicht euren Trainingsplan aufstellt. Und so ist es im Traden auch. Ihr müsst es dann einfach anwenden. Denn Goethe hat schon gesagt, es reicht nicht zu wissen. Man muss auch tun. Aber wer meine Strategie noch nicht kennt, da vielleicht ganz kurz der Hinweis in Zusammenarbeit mit WH Self Invest und mit dem Stefan. Und den Link teile ich mal gerade mit euch, wenn ihr euch das angucken wollt, Ah ja, das beziehungsweise ist super. Stefan. Das ist wirklich Freue mich. ganz neu auch, ne? Wir haben das unter den Neuigkeiten auch gepostet. Also das ist wirklich eine ganz neue Geschichte. Genau, und ich sage es ganz kurz und dann kannst du es noch ergänzen, Stefan, weil du es wahrscheinlich besser Gerne. weißt. Ich habe hier relativ viele Handelsstrategien, die ihr euch über den Nanotrader bei WH Self Invest auch angucken könnt, die ihr euch eben halbautomatisiert in eure Trading-Systeme einspielen könnt. Das ist ein Mega-Vorteil, den ihr habt. Das sind wirklich wunderbare Handelsstrategien vom Portfolio-Manager. Aktuell zum Beispiel Monatsultimo Long, ein Trade, der bald wieder ausgelöst werden wird, ist der Short Superstar. Für mich, wie gesagt, die Märkte momentan auch viel zu teuer. Ich denke, das wird im nächsten Jahr deutlich nach unten gehen. Passt heute aber nicht ins Webinar.
Der Friday Silver Server, der Friday Gold Rush und Euro-Dollar-Steuerstichtag, eine Strategie, wo ich auch gerade den Euro-Long bin. Also gibt es eine ganze Menge Strategien, die ihr bei WH Self-Invest nutzen könnt über den Nano Trader. Und ihr habt diese Strategien, vielleicht kennt ihr sie auch schon, die stehen ja auch im Internet, die habe ich schon häufig vorgestellt. Nur das Schwierige bei den meisten ist, dass tatsächlich nur 10% es schaffen, diese Strategien umzusetzen, obwohl sie eben nachweislich profitabel sind und obwohl sie eben aus meiner Sicht und in meinen Glaubenssätzen auch eindeutig eine Kausalität haben, die nach wie vor an den Märkten erfüllt ist. Und das ist genau das Thema heute im Webinar. Da gebe ich euch Tipps und Tricks. Fähigkeiten werden implizit erlernt. Ihr müsst es also einfach mal ausprobieren und anwenden. Und umso öfter ihr seht, dass zum Beispiel am Freitag der Goldmarkt steigt oder der Silbermarkt, umso öfter ihr seht, dass hier die heißen Hexen funktionieren, umso leichter wird es euch eben fallen, da diese Strategie noch umzusetzen. Deswegen, Strategien sind da. Eine Strategie habe ich noch dabei, die ja was verdeutlicht, aber die meisten Strategien findet ihr eben hier auf WH Self Invest. Könnt das bei euch integrieren und euch dadurch eben auch konditionieren. Und Konditionierung, da wird es heute auch drum gehen. Es gibt ja einige ganz bekannte wissenschaftliche Studien noch zu, wie man das dann eben optimiert. Das ist das Webinar. Stefan, habe ich was vergessen mit den Nano-Trader-Strategien? Nee, also das ist eben das Tolle daran. Was ich so wirklich toll finde bei deinen Strategien ist, dass es ein Regelwerk gibt, was immer sagt, zu einem bestimmten Zeitpunkt passiert das und das und dann muss ich das tun. Ja, also beispielsweise jetzt der Friday Gold Rush, da muss ich eben am Donnerstagabend Gold kaufen und dann zum Börsenschluss am Freitag wieder verkaufen. Das sind ganz feste Regelwerke und das Problem ist nur immer, einmal die Disziplin natürlich aufzubringen, sich daran zu halten. Und weil es auch ja einmal die Woche nur passiert, muss ich ja dann irgendwie auch sicherstellen, dass ich dann zu dem Zeitpunkt auch tätig werde, ne, oder Zeit habe oder wie auch immer. Und damit ich dann eben den Überblick nicht verliere, weil du ja jetzt doch 8 verschiedene Strategien hast, die so aufgebaut sind, ist das natürlich eine super Hilfe, wenn ich das hier visuell aufbereitet kriege. Also deswegen finde ich das richtig klasse. Cool, finde ich genauso. Und wie gesagt, wenn ihr mögt, guckt euch das mal an. Der Stefan hat den Link geteilt. Und das sind ganz tolle Strategien, die ihr eben einfach hier auch in die Praxis umsetzen könnt. Ihr könnt es natürlich auch noch verbessern. Aber wie Stefan auch schon gesagt hat, es ist eben das Schwierige, das wirklich umzusetzen. Dabei hilft eben die Konditionierung über den Chart, über die Erinnerung. Wenn ihr die Strategien vielleicht schon kennt und auch immer wieder in den Chart guckt und sagt, Mensch, jetzt war wieder Monatsultimo, jetzt ist es wieder hochgegangen. Der Zinshamster hat schon wieder funktioniert und auch der Gold Rush hat noch einen kleinen Plus geschlossen. Aber ich schaffe es einfach nicht, die Sachen umzusetzen, dann seid ihr hier in dem Webinar richtig. Ja, zu meiner Person ganz kurz. Andrea, wo hattest du den Link jetzt gepostet? Weil im Chat sehe ich ihn gerade jetzt nicht. Ich darf den nur an dich posten und du hast ihn mir privat geschickt. Ich glaube, du musst an alle schicken. Weil ich kann nur an dich schicken, weil du Organisator Ah, bist und okay, dann ja, kannst du an mich ich einmal sehe schicken. jetzt hier aber komischerweise nichts im Chat. Das ist jetzt komisch. Okay. Pass auf, ich mach das. Mach du einfach weiter und dann Perfekt, kümmere du ich mich findest es schon. Super, um danke den schön. Link, genau. Also, für die, die mich noch nicht kennen, André Stagg ist mein Name. Ich habe mittlerweile 22 Jahre Börsenerfahrung und ich habe das große Privileg gehabt, jahrelang Fonds zu managen. Insgesamt 2,5 Milliarden, die ich da verwalten durfte in 4 Produkten. Für einen der größten Asset Manager in Deutschland musste da also auch sehr diszipliniert sein, weil in dieser Zeit habe ich meine Handelsstrategien entwickelt, habe sie dann eben konsequent auch umgesetzt, war dadurch eben erfolgreich, konnte verschiedene Preise gewinnen, verschiedene Produktpreise und habe eben für meine Kunden auch weit über 500 Millionen Euro nach Kosten verdient. Habe verschiedene Ausbildungen gemacht in dem Bereich, bin Eurex-Händler, bin Certified Financial Techniken, also habe hier eine Ausbildung in technischer Analyse und auch den Chartered Financial Analyst, also eine der anerkanntesten Ausbildungen im Bereich Portfolio Management und bin eben auch Dozent für das Thema Asset Management, Portfolio Management bei verschiedenen Akademien, bei der ISM hier in Frankfurt, der International School of Management und habe eben diese private Webseite, wo ich dann sehr viel auch preisgebe, in der Hoffnung, dass die Leute meine Strategien umsetzen, aber nicht nur aufgrund meiner zahlreichen Kontakte eben über VTRD und ähnliche Vorträge weiß ich, dass sich doch viele sehr, sehr schwer tun und dass eben gerade diese Anwendung der Strategien ein großes Thema ist. Und darum soll es heute gehen. Ich möchte euch den einen oder anderen Tipp und Trick geben, wie ich es geschafft habe, die Strategien wirklich diszipliniert umzusetzen, welche falschen Glaubenssätze ich auch aufgelöst habe, beziehungsweise überprogrammiert habe. Und warum ich eben von diesen amerikanischen Trading-Coaches, ganz konkret Van Tarp und Brad Steenberger, sehr viel gelernt habe. Ich habe da sehr viel Geld bei den Herren auch investiert. Die haben mich sehr gut ausgebildet, weil ich immer wieder das gleiche Thema hatte, immer wieder die gleichen Probleme. Und das ist eben auch das, was 80, 90% aller Trader haben. Diese klassische Problematik. Ich kenne vielleicht eine Strategie, ich finde die auch gut, aber ich bin irgendwie doch nicht intuitiv wirklich überzeugt. Ich kann es einfach nicht umsetzen. Und dann ist eben die Frage, wie kann ich jetzt
diesen explizit erlernten Fakt, einfach, dass am Freitag der Goldpreis überproportional wahrscheinlich steigt mit einer Wahrscheinlichkeit von 62%. Wie kann ich das implizit auch in eine Fähigkeit umsetzen? Wie kann ich das tatsächlich in mein Trading integrieren? Also für alle die, deren Van Thaap jetzt nichts sagt, ne, das ist ein Typ, der schon in den 80er Jahren als psychologischer Berater für die Turtle Traders unterwegs war, ja. Also das nur mal so kurz als Anmerkung. Genau, also das erste Buch, was ich jemals gelesen habe, war von Jack D. Schwager, Market Wizards. Das kennen vielleicht die meisten von euch, oder Genau, Magier der Märkte auf genau. Deutsch. Und da hat er am Ende nochmal ein Kapitel geschrieben. Da ging es am Ende dann darum, was Psychologie ausmacht. Und da hat er eben auch für mich damals das Thema schon interessant gemacht. Und umso mehr ich ihn dann kennengelernt habe, ich glaube, er ist mittlerweile schon über 80, ist auch sehr im Spirituellen unterwegs, hat auch einen Inneren geheiratet. Da kann man aber unglaublich viel lernen. Und wenn ihr mal die Gelegenheit habt, von ihm was zu lesen oder bei ihm auch nochmal ein Seminar zu besuchen. Ich habe das gemacht. Ich war in Berlin, hat das Seminar für 3 Tage über 10.000 Euro gekostet. War es jetzt wert, ja oder nein? Wie gesagt, direkt danach denkt man, puh, das war eine ganze Menge Geld. Aber es hat doch den einen oder anderen Prozess ausgelöst, der einem dann doch geholfen hat, besser an der Börse zu werden. Und es sind eben diese vielen kleinen Schritte, die man diszipliniert gehen muss, um Routinen aufzubauen, um eben die richtigen Glaubenssätze zu etablieren und dadurch auch sein Trading zu verbessern. Weil mein Glaubenssatz ist auch an der Börse. Es ist nicht wirklich schwer. Es ist eigentlich ganz einfach. Man braucht eben nur Strategien und man muss sie dann umsetzen. Das Problem ist aber, die meisten scheitern dann eben auch zwischen den Ohren. Die meisten scheitern im Kopf. Und das liegt an den falschen Glaubenssätzen, an der falschen Erziehung, am schlechten Umgang mit Geld, aber auch einfach an mangelnden Strategien, weil wir nie wirklich gelernt haben, bestimmte Strategien kontinuierlich anzuwenden. Und das liegt eben teilweise auch an der Motivation, die wir damit verbinden. Das Thema Freude und Angst, da komme ich nachher noch zu, also die Art und Weise, wie ein Mensch lernt, das ist ja auch alles hinreichend erforscht. Da kann man eben auch viele Dinge ableiten, um sein eigenes Trading und Investment besser zu machen. Ein Punkt ist natürlich auch ganz wichtig. Wir sehen immer die erfolgreichen Trader. Wie gesagt, ich habe über 500 Millionen Euro für meine Fonds damals erwirtschaftet. Ich habe in meiner Ausbildung regelmäßig Live-Trading, was ich mache. Viele von euch kennen meine ganzen Depotauszüge. Ich habe dieses Jahr weit über 150% Performance gemacht. Wer es mir nicht glaubt, kann mir gerne eine E-Mail schicken, dann schicke ich den Leuten das zu. Die Grundidee ist aber, ich habe da jetzt nichts Besonderes gemacht, sondern ich habe einfach die Strategien, die ihr kennt, mit meiner Intuition, mit meiner Disziplin kontinuierlich umgesetzt. Ich werde also niemals am Freitag Gold Short sein, sondern ich werde eben einfach Long oder neutral sein. Das Wichtige ist aber, ich mache das. Und das Problem ist, am Ende, man sieht den Erfolg, man sieht den Cristiano Ronaldo beim Freistoß, wie er da seine komischen Bewegungen macht und denkt, Mensch, warum verdient der Typ dann so viele Millionen jedes Jahr? Man sieht aber nicht diesen Eisberg von unten. Und das kennt man ja, 4/5 vom Eisberg ist ja unter Wasser. Es ist harte Arbeit. Man muss auch mutig sein. Man muss vor allem auch Rückschläge aushalten. Ich meine, wer von euch kennt das? Habt ihr schon mal überlegt, mit der Börse aufzuhören? Habt ihr schon mal überlegt, alles hinzuschmeißen? Ich glaube, der Stefan kennt das. Ich kenne das. Wenn er mich Klar. fragt, wahrscheinlich in den letzten 22 Jahren Börse. Ich habe mindestens 100 Mal gesagt, ich höre auf zu traden. Ich höre auf zu investieren. Ich schmeiße den Job hin. Warum tue ich mir das an? Und es wird immer wieder auch vorkommen. Und ich bin auch dagegen nach 22 Jahren Börse nicht gefeilt. Wie gesagt, die letzten 10 Jahre im Asset Management war ich 9 Jahre positiv, hatte nur ein negatives Jahr. Bei mir im privaten Trading sieht es auch gut aus. Aber ich habe immer wieder diese Zweifel. Und da brauche ich natürlich auch Strategien, weil jeder Mensch hat am Tag über 60.000 Gedanken. Stellt euch das mal vor. Jeder von uns hat 60.000 Irre. Gedanken. Und das ist der absolute Wahnsinn. Und die meisten davon sind leider nicht positiv. Und wir haben vorhin, der Stefan und ich, im Vorgespräch über Jürgen Höller gesprochen. Und der hat eine sehr schöne Studie aus Harvard, die er immer regelmäßig zitiert, die ich auch nachgelesen habe, die stimmt. Harvard hat herausgefunden, dass jeder Mensch in seiner Erziehung bis zum 18. Lebensjahr tatsächlich 150.000 Mal das Wort Nein hört. Also jeder von uns hört 150.000 Mal das Wort Nein. Und das löst natürlich etwas in uns aus, denn jeder von uns will geliebt werden. Wir brauchen das, Anerkennung, Respekt, Nähe. Und wenn wir dann permanent Nein hören und vor allen Dingen dann später als erwachsener Mensch auch das Wort Nein von der Börse hören, einfach weil der Trade nicht aufgeht, und wenn wir eine Strategie mit 50% Trefferquote haben, ist es einfach so, dass wir in der Hälfte der Fälle verlieren, dann ist es für uns schwierig, damit emotional umzugehen, auch aufgrund der Erziehung, aufgrund der Schulbildung, weil wir da ja 70, 80, 90 oder 100% Ja hören, wenn wir es richtig machen. Und da gibt es einfach Strategien, die werde ich euch vorstellen, wie ihr es eben schaffen könnt, das Nein der Märkte auszuhalten, wie ihr eben auch damit umgehen könnt, den Erfolg tatsächlich zu erzielen. Aber ich sage euch gleich, es reicht nicht, jetzt hier eine Stunde zuzuhören, sondern die 5 Tipps und Tricks, die ihr gleich bekommt, müsst ihr einfach in die Praxis umsetzen. Das ist einfach mit Arbeit verbunden.
Jeder von euch, der sportlich ist, weiß auch, Marathon zu laufen ist am Ende des Tages nicht so schwer. Ihr müsst einfach nur 1, 2 Jahre trainieren. Das klingt simpel. Wenn ihr dreimal die Woche laufen geht, das kontinuierlich steigert, euch gesund ernährt, dann habt ihr eine realistische Chance, wie knapp 1 Million Menschen jedes Jahr, die in Deutschland einen Marathon laufen. Nichtsdestotrotz, viele machen das nicht, weil sie nie die Motivation haben und weil ihnen vielleicht auch die Strategie fehlt. Und so ist es auch an der Börse. Die meisten scheitern, und Stefan hat es ja gerade gesagt, knapp 80% oder 90% scheitern im Traden, weil sie, glaube ich, all diese Punkte vom Eisberg nicht haben. Sie sind nicht bereit zu arbeiten, sie sind nicht mutig, sie können keine Rückschläge aushalten, sie können mit den eigenen Zweifeln auch nicht klar. Also diese 60.000 Gedanken können einen eben auch verrückt machen. Sie neigen dazu, verschiedene Strategien zu haben, immer wieder die neueste Strategie. Und am Ende, das kann ich euch nach 10 Jahren Fondsmanagement auch versprechen, es gibt nicht den einen heiligen Gral, sondern es gibt weit über 1.000 Strategien, um kontinuierlich an der Börse profitabel zu sein. Wie gesagt, im Nanotrader könnt ihr euch ja einige anzeigen lassen. Das Problem ist wirklich daran, dass die meisten das nicht umsetzen, weil wir auch eine gewisse Opferkultur haben in Deutschland. Ich habe gestern gelesen, der beliebteste Beruf bei den Deutschen ist der Beamte. Da muss ich mich ja auch fragen, naja, ein Job, wo ich sicher mein Geld bekomme und eigentlich nichts mehr dafür leisten möchte. Unabhängig jetzt vom Geld und unabhängig, dass Beamte auch vielleicht einen guten Job machen, einfach nur die Idee, nichts leisten zu müssen. Da habe ich die Erfahrung gemacht, das macht jeden Mensch auf Dauer unglücklich. Wir brauchen in unserem Leben immer eine Anforderung. Wir brauchen auch etwas, wo wir dran wachsen können. Weil wenn wir das nicht haben, wenn wir kein kontinuierliches Wachstum in uns selber erleben, da rede ich eben nicht nur von der Equity Curve vom Portfolio, sondern vor allem mit unseren eigenen Aufgaben und Ansprüchen, dann macht uns das als Mensch unglücklich. Das ist auch der Grund, warum ich nach 11 Jahren im Fondsmanagement gekündigt habe, auf meine 150.000 Euro relativ sicheres Gehalt verzichtet habe, weil ich für mich auch mal wieder einen neuen Reiz brauchte, eine neue Idee, einen neuen Anschubser. Und deswegen darf ich eben heute auch so offen mit euch sprechen und kann diese ganzen Erkenntnisse der letzten Jahre vielleicht mit euch teilen. Und der eine oder andere wird vielleicht die eine oder andere Idee mitnehmen. Und wenn ich nur einen erreiche und von einem das Trading ein Stück weit besser mache, dann ist die Zeit heute hier gut investiert. Ja, der Anfang macht die Idee. Das heißt also, am Anfang müsst ihr irgendwo motiviert sein. Das war bei mir auch. Ich habe als kleines Kind den Iron Man auf Hawaii geguckt und ich war fasziniert von den Damen und Herren, die es da geschafft haben, in 8 Stunden solche unmenschlichen Strapazen zu bewältigen, 3,8 Kilometer zu schwimmen, 180 Kilometer auf dem Rad zu fahren und dann im Anschluss noch einen Marathon zu laufen. Und mit 13 habe ich das zum ersten Mal gesehen und dann weiß ich noch, mit 14 bin ich ins Stadion und mit 15, irgendwie 1, 2 Jahre später, bin ich ins Stadion gegangen. Ich weiß aber noch, da habe ich gedacht, ohne Training, ich laufe jetzt einfach mal auf dem Stadion bei uns, dem Volksstadion in Greifswald, einen Marathon. Ich laufe jetzt also 100 Runden, a 400 Meter, 140 Kilometer gelaufen. Und ich war nicht wirklich sportlich als Kind. Ich habe viel Tennis gespielt, aber ich war jetzt kein Läufer. Das heißt also, 5 Kilometer habe ich geschafft, 10 Kilometer war okay. Und dann hat es brutal wehgetan. Und ich habe gedacht, naja, diese Ironmänner da, die haben Disziplin. Ich habe auch Disziplin. Ich ziehe das jetzt durch und ich mache das jetzt. Nach 20 Kilometern bin ich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zusammengebrochen. Bin dann auch nicht mehr nach Hause gekommen. Meine Eltern mussten mich abholen. Ich war ein bisschen verwundert, was für ein Quatsch der kleine Junge da damals gemacht hat. War für mich aber die Erkenntnis, ja, ich brauche Disziplin. Am Ende habe ich auch gedacht, wow, ich bin deutlich weitergekommen als gedacht. Ich bin fast 20 Kilometer gelaufen. Es war die weiteste Strecke, die ich jemals geschafft habe. Ich habe aber auch gemerkt, es reicht nicht einmal kurz diszipliniert zu sein, sondern ich brauche eine unglaublich starke Idee und muss dann wirklich kontinuierlich die Disziplin auch haben. Und wie man das wirklich fokussieren kann, was da die Wissenschaft auch sagt, welche konkreten Tipps und Tricks ich euch vielleicht so mit meinen Erfahrungen geben kann, dazu kommen wir eben gleich. Disziplin ist für den Erfolg wichtiger als Intelligenz. Das ist gerade im Trading so ein ganz wichtiger Schritt. Ihr habt ja gesehen, ich habe ein Prädikatsexamen, ich bin Hochschuldozent. Ich habe da wirklich sehr, sehr viel gemacht, habe da theoretisch auch einen sehr guten Vorbau. Aber ich kenne unglaublich gute Händler, die haben nur einen Hauptschulabschluss. Die sind vielleicht sogar auch deutlich besser im Trading als ich. Wie gesagt, ich habe über 10 Jahre gebraucht, ich wirklich kontinuierlich im Trading erfolgreich war. Und wie gesagt, 60% der Leute, die ja heute dabei sind, traden ja weniger als 4 Jahre und wahrscheinlich auch nur 10 oder 20% schon über 10 Jahre. Und das braucht man auch nicht. Ich glaube, mit den richtigen Strategien, mit den richtigen Erkenntnissen und vor allen Dingen mit der richtigen Motivation und Disziplin muss keiner 10 Jahre plus minus null traden, sondern kann eigentlich nach 6 Monaten oder 12 Monaten erfolgreich sein. Wichtig ist, die richtigen Strategien zu haben und wichtig ist eben, diese dann umzusetzen. Und ihr kennt vielleicht auch diese 10.000-Stunden-Regel. Stefan, du kennst die, oder? Auf jeden Fall.
die besagt ja im Wesentlichen, ja, alles, was wir 10.000 Stunden lang machen, darin sind wir richtig gut. Aber ich kann euch sagen, das ist falsch. Das ist kompletter Quatsch. Ich habe das Buch dazu gelesen. Stellt euch vor, ihr setzt euch 10.000 Stunden vor ein Klavier. Glaubt ihr, ihr könnt danach Klavier spielen? Nur weil ihr auf die Tasten gedrückt habt, ihr werdet vielleicht besser. Oder stellt euch vor, ihr steht 10.000 Stunden auf dem Tennisplatz, holt euch einen Eimer Bälle, lasst einen Ball fallen und schlagt dagegen. Ihr werdet auch nicht besser. Und in dem Buch selber steht drin, ja, diese 10.000 Stunden sind wichtig. Ihr braucht einfach diese Zeit. Das Wichtige ist aber auch, dass ihr kontinuierlich angeleitet werdet, dass ihr also auch eine Strategie verfolgt und dass diese Practice, also diese Übung, die ihr macht, dann eben auch tatsächlich zielführend ist. Also wenn ihr einen Klavierlehrer habt, der gibt euch dann eben in 1, 2 Stunden den Hinweis und dann habt ihr 6, 7 Stunden wohl trainiert. Dann könnt ihr das. Dann kommt der nächste Hinweis, der nächste Hinweis, der nächste Hinweis. Der Tennislehrer ganz genauso. Der bringt euch Vorhand, Rückhand bei. Das heißt, diese 10.000-Stunden-Regel ist wichtig. Ist ein schöner Proxy. Ich habe neulich mal ausgerechnet, ich habe über 70.000 Stunden mittlerweile mit der Börse zugebracht, eine ganz lange Zeit. Aber wichtig ist eben auch, die ersten 10 Jahre davon oder die ersten 20, 30.000 Stunden waren am Ende wertlos, weil ich einfach vor den Märkten gesessen habe, keine Ahnung hatte. War ja auch noch jünger als jetzt. Ich habe ja mit 13 angefangen. Ich habe dann irgendwas gemacht, habe rumgedaddelt und habe eben keinen gehabt, der mir das beigebracht hat und habe es einfach nicht geschafft, die richtigen Stellschrauben zu drehen. Nein, Wenn man das schafft, dann braucht man eben die Zeit, aber man braucht die Struktur. letztendlich ist es ja Trial and Error, ne? Wenn man jetzt keine Anleitung hat und dann macht man halt 10.000 Stunden Trial and Error. Und das ist auch klar, wenn man eben den Coach hat, der einem das sagt, was wichtig ist, dann kommt man da natürlich wesentlich effizienter hin. So, Weiß ich denke, es. Und das ist die wichtige Aussage dabei. gerade an der Börse glaube ich auch, dass ein Coach nicht unbedingt zielführend ist, sondern vielleicht auch mehrere Inputs gut sind. Deswegen ist es ja auch schön, dass wir solche Webinare zusammen haben und hier über so Themen austauschen können. Zum Beispiel hatte ich relativ schnell, das liegt auch an meiner Persönlichkeit, da habe ich nachher noch einen Test für euch mitgebracht, relativ schnell das Thema, ja, gute Strategien finde ich raus. Ich bin kreativ, das kriege ich hin, aber ich hatte immer dieses Umsetzungsproblem. Also dieses Wenn dann, wenn meine Strategie, wie du gesagt hast, sagt, ja, kaufe jetzt, dann ist mir die Umsetzung schwer gefallen. Den Plan hatte ich, aber die Umsetzung war schwer. Und habe ich eben mit Steenberger, mit Taab, zwei sehr gute Mentoren gehabt, habe dann lange auch Peer Group Coaching gemacht, habe dann auch eine Mastermind-Gruppe zum Trading gehabt. Was das ist, wie das funktioniert, dazu gleich mehr. Und das hat mir dann eben extrem geholfen, weil diese Anleitung auch im Trading wichtig ist. Natürlich braucht ihr keinen Coach, der 10.000 Stunden neben euch sitzt, aber um die eine oder andere Blockade aufzulösen, um eben den einen oder anderen Input zu bekommen. Und es muss auch nicht immer ein Coach mit Geld sein, es kann auch einfach eine Gruppe sein von 3 oder 4 Tradern als Mastermind-Gruppe, die sich gegenseitig eben unterstützt. Ich habe also ich hab wirklich einige Mastermind-Gruppen auch ins Leben gerufen durch meine Ausbildung zum Portfolio-Manager. Da habe ich dann eben Leute zusammengebracht, die sich gegenseitig unterstützt haben. Und das ist extrem viel wert. Die traurige Wahrheit ist, normal, wenn ihr tradet und eure Familie das nicht versteht, habt ihr eben keinen Coach zu Hause, sondern eher einen, der euch noch disst, der eigentlich sagt, Mensch, was machst du da schon wieder 4 Stunden vor dem Monitor? Jetzt hast du auch noch schlechte Laune, weil du long im DAX warst und der DAX gefallen ist. Das ist natürlich dann auch schade, ja, wir kennen das alle, sondern man braucht natürlich da auch positiv. Ich habe eine Sache mitgebracht, die finde ich immer sehr spannend. Das ist die sogenannte Prospekttheorie. Viele von euch kennen das vielleicht auch schon. Das kommt vom Daniel Kahnemann und vom Amos Tversky. Das sind die beiden Begründer der sogenannten Behavior Finance. Und der Daniel Kahnemann, der hat ein sehr tolles Buch geschrieben, das kennt ihr vielleicht auch, Schnelles Denken versus Langsames Denken. Da geht es um System 1 und 2. Und das ist die Theorie, die er hier 1990 entwickelt hat. Und für die er 2002 einen Nobelpreis bekommen. Ich habe den Daniel Kahnemann mal in Frankfurt getroffen, vor 4, 5 Jahren beim Institutional Money Kongress. Sehr spannender Kongress, da kostet das Ticket auch knapp 5.000 Euro. Hat mein damaliger Arbeitgeber bezahlt, ich war sehr dankbar für. Der hat einen brutal guten Vortrag gehalten vor 800 Investment Professionals in Frankfurt, also vor Fondsmanagern, vor Bankern, vor Asset Managern. Und hat im Wesentlichen gesagt, Leute, passt auf, nicht nur kauft mein Buch, weil das ist sehr gut, sondern das, was ihr eigentlich seit 30 Jahren an der Börse funktioniert, widerspricht eurer Natur, das, was ihr macht. Da kann ich euch genau sagen, 80% von euch, obwohl ihr Investment Professional seid, obwohl ihr eben euch gut ausgebildet habt mit all dem, was die Bücher euch sagen, ihr werdet scheitern. Und ihr werdet einfach deswegen scheitern, weil ihr die eigentliche Psychologie nicht versteht, weil ihr eben nicht persönlichkeitsverändernde Maßnahmen einleitet, weil ihr eben nicht in der Lage seid, diese Disziplin aufzuwenden, um die es heute geht, weil eben euer Stammhirn und über 50.000 Jahre Evolution euch nicht zum Trader gemacht haben. Ich erkläre euch ganz kurz, was ihr hier seht. Das ist die sogenannte Prospekttheorie. Wir haben eine konvex-konkave Nutzenfunktion. Da merkt ihr den kleinen Professor in mir sozusagen. Wir haben eine konvex-konkave Nutzenfunktion. Die klassische Kapitalmarkttheorie, wie sie damals von Henry Markowitz begründet wurde, würde sagen, wir haben hier eine winkelhalbierende
bedeutet zu gut Deutsch, und ich erkläre es gleich nochmal ein bisschen ruhiger, wenn wir eine Einheit mehr gewinnen haben, das ist ein bisschen unsauber gezeichnet, ich probiere es nochmal, wenn wir eine Einheit mehr gewinnen haben, dann, das ist auch nicht besser, wenn wir eine Einheit mehr gewinnen haben, haben wir auch eine Einheit mehr Nutzen. Hier seht ihr den Nutzen, also hier ist quasi der positive Smiley, weil es ist ja Gewinn, hier ist der negative Smiley, weil es ist Verlust. Und die Grundidee ist, wenn wir jetzt hier 10 Euro zum Beispiel mehr Gewinn haben, haben wir auch 10 Glückseinheiten mehr. Wenn wir 20 Euro Gewinn haben, hätten wir auch 20 Glückseinheiten mehr. 10 Euro Verlust, 20 Verlusteinheiten, also 20 Glückseinheiten weniger. Das ist das, was die klassische Portfoliotheorie uns beibringt. Das ist der sogenannte Homo economicus. Aber Daniel Kahneman und Amos Tversky haben jetzt herausgefunden, wenn hier eine Aktie bei 100 kauft, ihr kennt das, es kann der FDAX sein, es kann Euro-Dollar sein, was auch immer, und diese Aktie steigt jetzt von 100 auf den Punkt A, sagen wir einfach mal auf 110. Wie geht es euch damit? Was denkt ihr, wenn die Aktie von 100 auf 110 steigt? Wie fühlt ihr euch? Na klar, ihr fühlt euch gut. Die Aktie ist ja gestiegen. Eure Trading-Idee war richtig. Eure Strategie hat funktioniert. Also diese 50% Trefferquote haben tatsächlich gefruchtet und ihr habt jetzt einen Gewinn von sage und schreibe 10 Geldeinheiten. Sagen wir mal, das sind Euro. So, nun ist ja alles gut. Nun seid ihr im Punkt A und Stefan ist auch mit mir zusammen im Punkt A. Nun haben wir aber folgendes Problem. In Punkt A ist es gleich wahrscheinlich, dass die Aktie nochmal um 5 Euro steigt. Also wenn wir von 110 nochmal 5 Euro steigen, wo sind wir dann? Bei 115 100. ganz genau. Oder wir fallen um 5 Euro. Wo sind wir dann, Stefan? Wir fallen um 5 €. Nein, da sind wir bei 105, würde ich sagen, ne? Ja, unsauber gemalt hier, sind wir bei 105. Ja, ich mache es mir hier an die Seite. Ganz simpel, ne? Also ihr wisst, was ich meine. Wenn die Aktie steigt, geht es hoch. Wenn sie fällt, geht es runter. Relativ simpel. Du Das erklärst uns Problem ist gerade den nur, abnehmenden Grenznutzen, oder? nee, das hat damit gar nichts zu tun. Hat gar nichts zu tun? Ach, dachte ich jetzt. Schade. Kommt ja aus der Volkswirtschaft, ist aber auch eine spannende Theorie, sondern das, was ich hier probiere zu erklären, ist die Prospekttheorie. Und ich habe es aber auch schlecht erklärt, weil ich hätte euch diesen Graphen vorhin noch erklären müssen. Das ist eure tatsächliche Nutzenfunktion. Bedeutet also, wenn Alles ihr 5 klar. Euro gewinnt, gewinnt ihr so viel mehr Nutzen. Also dieser Pfeil ist eure Nutzen, euer positiver Nutzenzuwachs, vielleicht 2 Einheiten. Das Problem ist, wenn ihr jetzt hier 5 Euro verliert, wir also in diesem Punkt sind, verliert ihr mehr Nutzen, als ihr hier gewinnen könnt. Ja? Hier gewinnt ihr nur den Kreis. Hier gewinnt ihr quasi, verliert ihr quasi zweimal den Kreis. Und das ist ein Riesenproblem. Bedeutet zu gut Deutsch, das, was in jedem Tradingbuch steht, und da sind wir wieder, Fakten werden explizit gelernt, und den Satz können wir alle gebetsmühlenartig beenden. Gewinne laufen lassen und Verluste begrenzen. Das habt ihr alle schon gelesen, gehört, das weiß jeder von. Das Problem ist, was der Nobelpreis hier uns sagt, beziehungsweise Nobelpreisträger ist, wir können das nicht. Denn wir Menschen sind einfach nicht dazu geboren, Gewinne laufen zu lassen und Verluste zu begrenzen. Das kommt einfach aus der Evolution. Unser Stammhirn hat gelernt, Gewinne gleich mitzunehmen. Und hier in dem Fall, wo wir jetzt auf 90 Euro gefallen sind, wenn wir hier auf 85 Euro zurückgehen, haben wir nur ganz wenig Nutzen zusätzlich verloren. Wenn wir aber auch von 90 auf 95 wieder steigen, haben wir einen deutlichen Nutzenzuwachs. Das Problem ist also, wir können nicht Gewinne laufen lassen und Verluste begrenzen, sondern was wir in unserem Stammhirn und aus über 50.000 Jahren Evolution gelernt haben, ist genau das Gegenteil. Gewinne begrenzen und Verluste laufen lassen. Und es ist spannend zu wissen, unser Gehirn ist ja, wie gesagt, in den letzten 50 bis 100.000 Jahren gerade mal um 1% gewachsen. Also wir haben 1% mehr Gehirnmasse als vor, sagen wir, 75.000 Jahren. Und das ist natürlich extrem wenig. Das Gehirn ist natürlich auch ein sehr wichtiger Muskel, den wir haben. 20% der Energie unseres Körpers werden tatsächlich im Gehirn verbraucht. Über 50% des Sauerstoffes gehen ins Gehirn. Und das gerade mal bei 2% Körpermasse, die unser Gehirn eigentlich ausmacht. Auch ein spannender Fakt, und ich weiß ja, dass wir mehr Männer als Frauen hier haben. Tatsächlich ist das Gehirn von Männern größer als das von Frauen, rein vom Volumen her. Aber die Vernetzung, also die sogenannten, ach, wie heißen die denn? Die ganzen, ach, na, diese kleinen Synapsen, genau. Die ganzen Synapsen, genau, Synapsen, ja, genau, die sind bei richtig. den Frauen verdrahteter als bei Männern. Also Frauen haben deutlich verdrahtetere Synapsen. Das liegt hauptsächlich daran, dass sie eine sehr hohe emotionale Intelligenz haben. Aber die Grundidee, die ich euch hier mitgeben wollte, Nobelpreisträger sagen jetzt, wir können nicht gut traden und wir probieren es trotzdem. Wir probieren also permanent diszipliniert zu sein. Und dann ist natürlich die Frage, wie schaffen wir das? Und ein guter Freund von mir, der führende Neurowissenschaftler in Deutschland, der auch lange in New York und London auf den Trading Floors gearbeitet hat, der sagt zu mir immer, André, die besten Trader, die ich hatte, das waren quasi die buddhistischen Mönche. Also in dem Moment, wo euch Börse und Geld überhaupt nicht mehr tangiert, seid ihr in der Lage, gut zu traden. Und das ist natürlich ein Widerspruch, wenn auf der einen Seite Börse euch motivieren soll und auf der anderen Seite da ihr ein buddhistischer Mönch sein sollt und da entsprechend dann eben
gar nicht euch mal mit den Finanzen oder mit den Verlusten vor allem auseinanderzusetzen. Und das ist ein spannender Fakt. Und wenn ich gleich zu den Tipps und Tricks komme, die dann eben auch ein bisschen konkreter werden, dann werdet ihr erkennen, viele dieser Dinge gehen eben genau dahin. Aber eine Sache zeige ich euch vorher noch, vielleicht kennt ihr das auch schon. Eine meiner liebsten Indikatoren, und das ist jetzt hier auf den Währungsbereich bezogen, aber das kann man auf jeden anderen Bereich auch beziehen. Ich habe euch einfach mal was mitgebracht, und zwar sind das hier eine sehr schöne Grundgesamtheit an Investoren. Ich habe euch hier 13.000 Investoren aus Asien mitgebracht, und ihr seht es, wenn die Fläche hier blau ist auf dieser Folie, also quasi dieses Histogramm nach oben blau ist, bedeutet das, dass 13.000 asiatische Investoren den Euro-Dollar long sind. Also 13.000 tatsächliche Trader sind hier den Euro-Dollar long. Was ist mit dem Euro-Dollar passiert? Der ist damals gefallen. Und dann sehen wir auf einmal passiert was? Sie sind gedreht, der Euro-Dollar. Waren sie auf einmal short im Depot, dann ist der Euro tatsächlich gestiegen. Hier waren sie den Euro-Dollar wieder long, wieder gefallen. Und ab April, Mai 2017 waren die privaten Trader aus Asien, 13.000 an der Zahl, nur noch short den Euro-Dollar. Ihr seht das, die orange Fläche. Was ist mit Euro-Dollar passiert? Von 1,04 auf über 1,20. Und das ist genau das, was ich hier meine, wenn ich eben sage, ja, die Prospekttheorie erzielt die Trader nicht, bedeutet also 80, 90% aller Trader verlieren. Aber die positive Aussage daraus ist natürlich, die 10%, die es einmal geschafft haben, diszipliniert zu sein, die also die richtigen Mentalstrategien haben, die richtigen Reizreaktionsmuster, die richtigen Konditionierungen, die richtigen Glaubenssätze, die richtigen Erfahrungen, die eben emotional belegt sind, die verdienen dann eben diese 10, 20% der Gewinner, die verdienen dann eben genau das, was die restlichen 80, 90% verlieren. Und ihr seht eben hier die ganze Zeit, die Fläche war orange, Euro-Dollar ist gestiegen, bis in den April 2018 rein, also fast 14 Monate. Da ist es zum ersten Mal gedreht, die Privaten waren wieder Euro-Dollar long. Und was ist mit Euro-Dollar passiert? Der Euro-Dollar ist deutlich gefallen, weil die Privaten plötzlich wieder long sind. Das ist natürlich nicht so, dass die Privaten hier den Markt machen, sondern dieser Indikator als Sentiment-Indikator sagt mir eben ganz, ganz, ganz genau, wie diese Psychologie an den Märkten zu werten ist. Das funktioniert besonders gut, wenn die Märkte eben lange Trendphasen aufweisen, so wie im Euro-Dollar von 1,04 bis 1,24. Und aktuell ist es so, die Privaten sind im Euro-Dollar momentan short. Die Grafik geht hier nicht ganz bis aktuell. Der letzte Wechsel hat auch wieder sehr gut funktioniert. Die Privaten sind den Euro-Dollar short und deswegen bin ich auch long. Wenn ihr das backtestet über viele Jahre, kommt eine super Strategie bei raus. Und ich will euch nur sagen, das ist doch klasse, wenn ihr um diese Psychologie wisst, weil die meisten Trader von uns sind eben keine buddhistischen Mönche, sondern wir haben all diese Probleme und viele von uns sind eben auch gar nicht bereit, hier das Webinar sich bis zum Ende anzuhören und dann vor allen Dingen auch noch die Strategien umzusetzen, an sich zu arbeiten. Dann werdet ihr eben wissen, okay, deswegen sind diese 80, 90% nicht profitabel. Wenn ihr aber die Strategien umsetzt, dann könnt ihr profitabel sein. Und ein ganz simpler Indikator ist, guckt, was alle anderen machen, guckt, was die Bild-Zeitung schreibt, guckt eben, was hier meine FX-Fools machen, guckt, was der Eubex-Sentiment-Indikator macht und macht einfach das Gegenteil, weil wenn ihr die Psychologie der Masse versteht und die einfach umdreht, habt ihr einen positiven Erwartungswert in eurer Rendite. Das Schöne ist jetzt, nur weil 80, 90% der Trader verlieren, heißt es nicht, dass wir automatisch aufverlieren müssen, nur weil unser Stammhirn in den letzten 100.000 Jahren dazu erzogen wurde, Gewinne gleich mitzunehmen. Sprich also, wenn ihr was zu essen hattet in der Sippe, dann habt ihr das nicht liegen gelassen, sondern wurde das gleich verzehrt. Nur weil das alles so in uns drin ist, heißt es eben nicht, dass wir nicht arbeiten können. Man spricht ja in der Wissenschaft von der sogenannten Neuroplastizität des Gehirns. Bedeutet also, unser Gehirn kann sich verändern. Wir können die Synapsen neu verdrahten. Das machen wir am besten mit emotionalisiertem Lernen. Das ist vielleicht auch ein Glaubenssatz, mit dem ich aufräumen möchte, der mir selber in meinem eigenen Trading auch extrem geschadet hat. Ich habe 96, wie gesagt, angefangen mit Börse, hatte keine Ahnung, habe dann bis 2000 im neuen Markt super Gewinne gemacht und die nächsten 3 Jahre alles verloren. Habe dann irgendwie nach 7 Jahren mal angefangen, mich super intensiv damit auseinanderzusetzen. Und ich habe diese ganzen Trading-Bücher gelesen, die der Stefan auch kennt, die ihr vielleicht auch schon gelesen habt. Und da steht immer wieder ein Satz drin: Ein Trader darf nicht diszipliniert sein. Kennst du den Satz, Stefan? Kennst du, Ja, oder? kenne ich, Natürlich. klar. Und das Problem ist, es ist Quatsch. Wir Menschen, wir sind immer, oder Entschuldigung, ich habe es falsch gesagt, nicht diszipliniert, darf nicht emotional sein. Entschuldigung, ein Trader Ich wollte darf sagen, nicht also emotional jetzt sein. schon, aber genau. Das ist, wenn ich zwei Dinge probiere, gleichzeitig zu machen. Ich bin als Mann dafür nicht geeignet. Nee, Ich wollte dich aber ansprechen und den Satz formulieren. das ist genau der Punkt, ne? Die Emotionalität, die ist ja, die schwingt ja immer mit. Ja, und das ist, ich finde das so klasse, dieses Beispiel mit dem Buddhistischen, was du gerade gebracht hast, weil das erklärt eigentlich, warum die meisten Menschen im Paper Trade so gut sind.
Weil da ist es mir ja egal, was passiert. Genau, da ist eben kein Da bin ich ja emotionales der Buddhist. Programm. Da ist es relativ leicht. Ich bin auch überhaupt kein Freund zu sagen, ich muss mein Konto einmal crashen, bevor ich erfolgreich bin, so alle andere Costolani. Ganz im Gegenteil, wenn ihr das macht, dann habt ihr Traumata auch. Wenn ihr halt große Trades macht, egal ob gewinnen oder verlieren, dann ist es ähnlich wie die Angst vor Feuerspinnen oder Verlusten, also Verlustangst im persönlichen Sinne aus dem Umfeld heraus. Das erzeugt Traumata und daran sollte man auch arbeiten. Also die Idee, ein disziplinierter Trader darf keine Emotionen haben, das steht in jedem Tradingbuch. Und meiner Erkenntnis nach, wie gesagt, ich habe es 5, 6 Jahre lang probiert, ich bin extrem damit gescheitert und auf die Nase gefallen, weil wenn ihr das eine Zeit lang schafft, dann staut sich irgendwas in euch an und irgendwann wird das auch kompensiert, entweder am Markt oder woanders. Und ich habe für mich zumindest gelernt, wenn ich so denke, dann kann ich auch einen Automatismus handeln lassen, einfach ein Algo. Und das hat natürlich keine Emotionen, das ist auch völlig okay und für viele Trader ist es auch geeignet. Aber wenn ihr besser sein wollt als der Algo, und das sind die besten Trader meiner Meinung nach, dann müsst ihr Emotionen haben. Ihr müsst Emotionen zulassen. Ihr müsst nur in der Lage sein, diese Emotionen zu regulieren. Und das schaffen eben die wenigsten. Und mein Beispiel da ist immer, könnt ihr euch vorstellen, euch rational zu verlieben? Du Schatz, ich liebe dich wegen meinem Bankkonto. Ist doch komisch, oder? Keiner verliebt sich rational. Und so ist es an der Börse auch. Es ist Quatsch. Und wer euch sagt, oh, ich habe heute 5% oder 50.000 oder 5 Millionen als Portfoliomanager am Markt verloren. Ich fühle dabei aber nichts. Der lügt euch an. Auch der buddhistische Mönch, der hat natürlich Gefühle, der hat natürlich auch bestimmte Emotionen. Nur er hat halt gelernt, in seiner ganzen Meditationspraxis damit umzugehen. Und das ist eben das, wo die Tipps und Tricks euch dann auch gleich probieren hinzuführen. Das Gehirn ist neuroplastisch. Ihr könnt das Gehirn jederzeit trainieren. Meine Idee ist, hört bitte auf mit diesem Glaubenssatz. Ich darf keine Emotionen im Traden haben. Ich muss einfach nur diszipliniert sein wie Mr. Spock. Das ist Quatsch. Wir haben Emotionen, geht damit um, weil das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist interne Konflikte aufzubauen, also permanent eben gegen eure Glaubenssätze zu verstoßen. Und damit werdet ihr nicht erfolgreich, sondern nutzt die Energie eurer Emotionen und damit könnt ihr eben auch gute Ergebnisse schaffen. Und damit komme ich zu den 5 Tricks, die ihr vielleicht auch schon kennt, wo ich aber jeden einlade, die wirklich dann auch ins Tun zu bekommen, die permanent anzuwenden. Das erste ist mehr Disziplin durch Ziele. Ganz klassisches Thema. Auch in der Persönlichkeitsentwicklung. Und ich werde euch 2, 3 Beispiele bringen, weil ich habe ja auch viel Performance-Coaching in den letzten Jahren gemacht. Ich habe viele Portfolio-Manager in meiner Fondsgesellschaft aus- und weitergebildet. Ich habe jetzt im privaten Sektor mit einigen sehr vermögenden Leuten auch Coaching gemacht. Und es sind immer wieder die gleichen Probleme, die da im Trading und Investment auftauchen. Und ich probiere euch einfach mal 2, 3 Dinge mitzugeben, in der Hoffnung, euch vielleicht Ideen zu geben. Ich sage ja, Ziele haben, das kennt ihr natürlich auch. Wer das Ziel nicht kennt, der wird den Weg nicht finden. Und Ziele sollten smart sein, das kennt ihr wahrscheinlich auch, also S-M-A-R-T, smart, das heißt spezifisch, messbar, erreichbar oder achievable auf Englisch, realistisch und zeitlich terminiert. Also ein Ziel sollte spezifisch sein, ihr solltet also genau wissen, was ihr an der Börse erreichen wollt. Und wenn ihr in meiner Ausbildung seid, ist die erste Frage, die ich euch stelle, wie viel Rendite wollt ihr haben, wie viel Risiko seid ihr bereit einzugehen? Und wie viel Zeit wollt ihr aufwenden? Und das sind Fragen, wo 90% der Leute sagen, boah, da habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht. Und das Ziel, reich zu werden oder finanziell unabhängig zu sein, ist aus meiner Sicht, auch mit meiner 2 Jahre Psychologie studiert und jetzt letztes Jahr eine Weiterbildung in dem Bereich auch gemacht, ist kompletter Quatsch. Denn das Gehirn denkt nicht in Worten, sondern wenn ich euch frage, wie war euer letzter Urlaub, denkt ihr in Bildern. Das heißt, ihr braucht also hier auch ein Ziel, was in irgendeiner Form spezifisch als Bild verankert ist. Das kann ein schönes Foto von eurem neuen Haus sein, von einem tollen Auto, einer tollen Reise. Es kann auch der Ruhestand mit 50 sein, aber so ein Ziel sollte eben spezifisch sein. Es sollte auch messbar sein. Es sollte in irgendeiner Form erreichbar und realistisch sein. Also es bringt jetzt auch nichts, wenn ihr sagt, naja, mein Ziel ist, ich will nächstes Jahr die Yacht für 50 Millionen Euro und heute habe ich 5.000 Euro. Das ist sicherlich spezifisch, es ist auch messbar. Aber es ist eben wahrscheinlich nicht realistisch und erreichbar. Und vor allen Dingen solltet ihr es auch zeitlich terminieren. Also wenn ihr euch zum Ironman anmeldet, dann ist es spezifisch, es ist messbar, weil ihr geht irgendwann an den Start. Ich glaube, wenn ihr das ein Jahr vorher macht, und das ist auch die Zeit, wo ihr euch vorher anmelden müsst, ist es auch irgendwo erreichbar. Für den einen oder anderen, der es trainiert, ist es realistisch und ist zeitlich terminiert. Und mit den Tricks, die dann gleich noch kommen, könnt ihr das eben auch erreichen, wenn ihr da in eurem Umfeld zum Beispiel Routinen aufbaut, wenn ihr das committed macht, wenn ihr das eben mit anderen zusammentut. Könnt ihr solche Ziele auch umsetzen. Deswegen setzt euch bitte Ziele auch im smarten Bereich und verankert diese Ziele bitte mit Bildern. Das Problem ist im Traden, ich habe ganz viele Leute, die kommen zu mir und sagen, Mensch, ich will im Traden jeden Tag 30 Punkte im FDAX verdienen. So, dann könnt ihr ja mal selber überlegen, ist das ein Ziel,
Ist es spezifisch? Ja. Ist es messbar? Auf jeden Fall. Erreichbar und realistisch? Ist eine Frage. Zeitlich terminiert? Okay, ist es in dem Fall auch nicht. Gut, jeder Tag kann man sagen, zeitlich terminiert. Ich würde sagen, erreichbar und realistisch ist schon sehr, sehr schwer, weil 30 Punkte im F-DAX bedeutet eben, wenn ich das jeden Tag erreiche, auf 200 Handelstage gerechnet, sind das 6.000 Punkte, sind also ungefähr 50%. Das ist schon ein sehr, sehr ambitioniertes Ziel. Ich sage aber mal, das geht. Ich könnte mir vorstellen, der ein oder andere schafft es. Ich selber schaffe es nicht. Meine Ziele sind ein bisschen ruhiger, ein bisschen einfacher. Ich bin auch nicht bereit, so große Risiken einzugehen. Das Problem ist aber, wenn ihr jetzt euch ein Bild aufmalt, das ist auch schwer in dem Bereich, aber wenn ihr euch jetzt ein Bild aufmalt, ihr müsst jeden Tag 10 Punkte im F-DAX verdienen oder 30 Punkte in dem Beispiel, dann habt ihr ein großes Problem, wenn ihr mal an einem Tag 20 Punkte verliert. Dann kommt ihr eben in Reizreaktionsmuster rein, die nicht gut sind. Das heißt, ein besser formuliertes Ziel und unser Unbewusstes, oder ich nenne es lieber Überbewusstes, weil das ist auch wieder das Eisbergbeispiel, unser Überbewusstsein so rum arbeitet da eben auch sehr, sehr stark an uns und mit uns, kann eben nur auf Bilder reagieren und kann eben auch nur auf smarte und gute Ziele reagieren. Wenn euer Überbewusstes jetzt sagt, oh, ich habe letzten Tag schon nur 10 Punkte verdient, am Tag davor nur 5 und heute habe ich gerade 30 Punkte Stop-Loss genommen und bin hinten, bedeutet also, ich sollte eigentlich ja jeden Tag 30 Punkte verdienen, erzeugt es halt Dinge in euch mit einem Zielbild, was nicht gut ist. Also ein besser formuliertes Zielbild wäre eben, ich möchte im Durchschnitt aufs Jahr 6.000 Punkte im F-DAX erzielen und dadurch eben den richtigen Prozess umsetzen. Und solche Dinge sind manchmal wirklich Feinheiten, wo ihr es aber schaffen könnt, wenn ihr eben ein richtiges Zielbild habt, mit dem richtigen Leitbild, mit der richtigen Mission und auch mit den richtigen Routinen, euch deutlich besser an der Börse zu betätigen. Das heißt, überlegt euch also ganz genau, was ist eure Mission, was ist euer Leitbild und wie formuliert ihr euer Ziel? Also was ist euer Zielsatz an der Börse? Wenn ihr kein Ziel habt, macht ihr definitiv schon was falsch, weil dann ist Börse für euch ein Hobby und Hobbys kosten Geld. Und wenn ihr ein Ziel habt, dann diskutiert das doch vielleicht mal mit eurem Partner oder mit anderen Trainern, die ihr kennt. Ist es wirklich ein Ziel, was smart ist, also spezifisch, messbar, erreichbar, realistisch und auch zeitlich terminiert? Ist es aber auch ein Prozessziel, weil das ist auch ein Thema. Viele sagen immer, ich habe Punktziel, ich möchte 10.000 Euro erreichen oder 100.000 oder 1 Million. Das Problem ist bei diesen Punktzielen, die helfen uns auch nicht so wirklich weiter. Entweder wir erreichen sie nicht, weil sie dann vielleicht doch nicht realistisch sind. Oder wenn wir sie erreicht haben, ist es auch ein großes Problem. Es gibt eine Studie aus Amerika, die hat herausgefunden, dass Diäten tatsächlich nach 2 Jahren zu 90% die Leute mehr Gewicht haben als vorher. Also stellt euch vor, es ist Weihnachten, haben wir ja bald, dann ist entsprechend Neujahr und es gibt ja diese klassischen Neujahrsziele, wo ja auch 90% umgesetzt werden, passt auch wieder gut zum Trading-Erfolg. Und da sagt ihr euch jetzt, okay, mein Ziel für nächstes Jahr, Weihnachten, Neujahr, danach 5 Kilo abnehmen. Und das habt ihr dann vielleicht mit Sport in den nächsten 3 Monaten erreicht. Ihr habt also 5 Kilo abgenommen, ihr seid von 80 runter auf 75. Das Problem ist, diese Studie aus Amerika hat gezeigt, 2 Jahre später ist es so, dass 90% der Leute dann mehr wiegen als am Anfang. Also 90% der Leute wiegen mehr als am Anfang. Sie haben zwar ihr Punktziel erreicht, aber sie haben es versäumt, sich ein Prozessziel zu setzen. Deswegen bin ich eben auch kein Freund davon, jetzt zu sagen, ich will 6.000 Punkte im F-DAX verdienen, sondern ich leite in meiner Ausbildung eher dazu an, eben zu sagen, Leute, findet doch einfach gute, realistische Prozessziele. Zum Beispiel im Sport, wenn ihr abnehmen wollt, könntet ihr sagen, wenn ihr Tennis spielt, ich möchte jedes Jahr eine Leistungsklasse aufsteigen. Oder wenn ihr Laufsport betreibt, ich möchte jedes Jahr einen 10-Kilometer-Lauf ein ganz bisschen schneller finishen als beim letzten Jahr. Oder wenn ihr Triathlon macht, ich möchte eben jedes Jahr eine Halbdistanz im Triathlon ein Stück schneller finishen als im nächsten Jahr. Und damit werdet ihr euer Gewicht automatisch regulieren. Ihr habt ein ganz anderes Zielbild, weil ihr eben auch weg von diesem einzelnen Gewicht als Zahl seid, hin zu diesem Bild des Finish oder der Leistungsklasse dann vielleicht und der Anerkennung in eurem Sportverein, als wenn ihr dann einfach sagt, hey, ich will jetzt 3 Kilo abnehmen oder 5 in meinem Beispiel, dann habe ich es erreicht. Und dann kann ich es aber wieder so richtig krachen lassen. Also setzt euch Ziele, die smart sind, habt Bilder, die ihr am besten emotional visualisiert und setzt euch bitte eher Prozessziele als tatsächliche Punktziele. Das zweite Thema, was mir auch sehr wichtig ist und was ein wichtiger Hinweis ist, ist Fokus und Commitment. Commitment ist ein englisches Wort, es tut mir leid, ich finde kein wirklich gutes deutsches, also so richtig tolle Übersetzung fehlt mir da, ist auch im deutschen Sprachgebrauch bei einigen Worten eh ganz spannend, also zum Beispiel im Amerikanischen und im Englischen heißt es ja luck and happy, also zwei komplett verschiedene Dinge, auch im Trading interessant. Also ich war lucky, ich hatte es quasi durch Glück gewonnen oder ich bin happy, ich bin halt glücklich im Sinne von mir geht's gut. Das Deutsche kennt ja zum Beispiel nur das Wort Glück, aber das schweift ab. Fokus und Commitment, darüber möchte ich kurz sprechen.
sind auch zwei Dinge, die super, super wichtig sind. Und das kennt ihr vielleicht auch schon von mir, dieses ATM-Modell. Das Problem ist, dass eben viele alles gleichzeitig an der Börse wollen und auch in ihrem anderen Leben. Also ihr wollt ein super Vater sein, ihr wollt super erfolgreich im Geschäft sein, ihr wollt vielleicht in eurem Sportverein die Rakete sein, ihr wollt Party machen wie mit 20. Ja, das erlebe ich am einen oder anderen Wochenende dann mit meinen 35 auch. Bin eben kein Student mehr, das geht nicht mehr so wie damals, wenn ich dann alte Kommilitonen mal wieder hier in Frankfurt treffe. Es funktioniert halt nicht. Und deswegen ist halt Fokus und Commitment extrem wichtig. Und die Idee hier im ATM-Modell ist, trennt doch bitte die Analysen, also das, was ihr beim Nanotrader in WH Self Invest seht, trennt die tatsächliche Umsetzung, das, was der Trader euch sagt, und das Management. Also die Grundidee ist, wenn ihr euch vor die Märkte setzt und nicht wisst, ob der Tag heute positiv oder negativ an der Börse sein wird, und dann fangt ihr an zu traden und ihr seid erst long, dann seid ihr short, dann seid ihr wieder long, dann seid ihr wieder short. Das wird nicht funktionieren, weil das hier extreme interne Konflikte auslöst. Oder wenn ihr permanent an eurem Risiko- und Money-Management im Tag, also Intraday, rumspielt, ihr nehmt euch vor, mit einem FDAX-Kontrakt zu handeln und am Ende des Tages seid ihr 10 Kontrakte long oder short und die sind auch schon hinten. Da kann ich euch eben auch versprechen, dass dieser Prozess nicht geeignet ist, um langfristig erfolgreich zu sein. Und dieser Prozess wird euch dann eben auch entsprechend Geld kosten. Deswegen lade ich euch ein, guckt euch einfach die richtigen Prozesse an und guckt eben da entsprechend auf die richtigen Trades. Und ich sehe gerade parallel hier auf meinem Handy richtige Prozesse. Ich habe eine Short Order gehabt beim DAX von 11.300, Short Superstar. Die Analyse findet ihr auf meiner Webseite. Da habe ich gesagt, ich will heute nur Short im DAX gehen. Ich will auch nur Short sein, wenn der Markt eben deutlich nach unten kommt. Das ist anscheinend gerade passiert, weil ich da so eine kleine Nachricht bekommen habe. Und mein Trader kennt da nur eine Richtung. Das heißt, ich gucke heute nicht nach Long-Gelegenheiten, sondern ich gucke dann eben nur nach Short. Der Trader hatte heute Morgen dann die Stop-Sell-Order eingesetzt und der Manager hatte dann eben auch ein entsprechendes Risiko- und Money-Management gemacht und die Trading-Order wurde hier quasi ausgeführt. Warum war das möglich? Weil ich eben sehr stark hier fokussiert war. Ich wusste eben genau, was meine Trading-Richtung ist. Ich hatte eben auch ein Commitment, das ich umsetze. Und ich habe halt im Rahmen des ATM-Modells gesagt, okay, die Analyse ist klar, Short Superstar und die Strategie findet ihr eben auch im Nanotrader. Ich hatte meinem Trader gesagt, okay, setzt die Strategie einfach hier um mit dieser Stop-Sell-Order. Und ich hatte dem Manager gesagt, großes Risiko und Money-Management ist. Ich war also nicht abgelenkt. Viele von uns sind ja permanent im Leben abgelenkt. Wir haben 20 Bälle in der Luft und die Märkte und diese unglaublich vielen Informationen sind natürlich geneigt, uns auch zu verwirren. Wie gesagt, wenn jeder von uns knapp 60.000 Ideen am Tag hat, also 60.000 Gedanken spürt, dann ist es einfach schwer, da wirklich noch fokussiert zu sein. Aber wenn ihr das schafft, wenn ihr also hier einen Fokus setzen könnt, dann könnt ihr es eben auch schaffen, wirklich committed zu sein und eben die einzelnen Prozessschritte voneinander zu trennen und dadurch im Trading super, super Ergebnisse zu erzielen, einfach weil ihr den Prozess eben in diese einzelnen Glieder unterteilt und dadurch eben dann auch besser werdet. Das Vielleicht Dritte, was kurz zu auch deiner Info, André, als wir angefangen haben, um 5:30 war der Dow bei 25,6 und der ist jetzt um gut 200 Punkte, also unter 25,4 gefallen. Das würde jetzt erklären, warum dein Short Trade da läuft im DAX. Das macht Sinn, dass die Märkte fallen und die Stop-Sell-Order ausgelöst wird. Ich habe die Tage ein super Video gemacht bei YouTube auch, warum ich denke, dass wir jetzt wirklich nicht mehr Sell the Rally, pardon, buy the Dip haben. Der S&P hat ja in den letzten 9,5 Jahren insgesamt 73 Mal ein neues Hoch ausgebaut. Es war immer Sell, buy the Dip so rum. Und ich glaube, jetzt sind wir mittlerweile in Sell the Rally. Dieser Tag heute bestätigt mir das extrem, warum diese Strategie Short Superstar zeigt das an. Ihr könnt eben auch nachlesen unter dem Link, den der Stefan gerade hier gepostet hat, oder guckt mal bei YouTube bei mir vorbei. Da habe ich ein sehr, sehr cooles Video zu gemacht. Und wie gesagt, es passt heute nicht ins Webinar. Ich weiß jetzt auch nicht, was der Grund für diesen Abverkauf ist. Aber rein von der fundamentalen Situation, jetzt eben mit dem technischen ergänzt, passt das sehr gut rein. Worauf will ich hinaus? Meine Analyse war klar. Ich habe heute nicht nach Longs gesucht. Es war ja auch kein Turnaround Tuesday, sondern es war eben einfach Stationarität, wo der Trader nur nach Shorts gesucht hat. Klar, ich hätte heute Morgen reingehen können. Es wäre besser gewesen, aber ich habe die Bestätigung jetzt gesucht. Und ich denke eben auch, die nächsten Tage wird der Trade hier eher noch laufen. Und es wird mich nicht wundern, wenn wir in 2, 3 Tagen auch bei 11.000 stehen und nächstes Jahr dann auch mal unter 10.000 im DAX. So, die richtigen Routinen setzen, Stefan. Das ist auch was unglaublich Wichtiges. Wir sagen ja immer Disziplin, Disziplin, Disziplin. Aber Disziplin ist ja auch nur ein Muskel. Man nennt es auch Willi, die Willenskraft. Und ihr wisst genau, wie es ist, wenn ihr morgens im Stau steht, wenn der Chef euch nervt, wenn abends die Frau vielleicht noch Sorgen hat und ihr dann noch anfangen wollt zu traden. Dann eben der dritte Trade in Folge im Loss war, dann wird es einfach schwer, die Disziplin umzusetzen. Das heißt, Routinen, diese unbewussten oder überbewussten Kompetenzen, die wir aufbauen können, sind eben deutlich wertvoller als die eigentliche Disziplin.
Man sagt ja, so 66 Tage sollte man etwas diszipliniert machen, Sport zum Beispiel, um eine Routine aufzubauen. Und am besten ist das eben auch zu emotionalisieren. Und da sage ich euch, macht es bitte auch. Setzt im Trading die richtigen Routinen. Und eine Idee, die ich euch da mitgeben kann, kommt von Charles Duhigg. Er hat ein schönes Buch geschrieben, The Power of Habit, oder im Deutschen übersetzt die Gewohnheitsschleife. Und normal sagen wir immer, wir brauchen eine Routine. Wir müssen also eine Routine aufbauen. Und ich nehme jetzt mich mal als Beispiel. Ich sage zum Beispiel, ich will weniger Fernsehen gucken. Und die Routine wäre also, ich zwinge meine Willenskraft, also Willi die Willenskraft, jeden Abend, wenn ich auf der Couch sitze, den Fernseher einfach auszulassen. Das wird mir die ersten 2, 3 Tage gelingen. Aber wenn es mir so geht wie den meisten anderen, wird es irgendwann relativ schwer, weil ich ja immer wieder Energie aufwenden muss. Und wenn ich zum Beispiel einen sehr schwierigen oder einen sehr schlechten Tag hatte, ist es vielleicht so, dass ich dann eben nicht die Willenskraft aufwenden kann und dadurch eben diese Routine dann nicht umsetzen kann und den Fernseher einfach anmache und dadurch hier diese ganze kleine Gewohnheitsschleife durchbrochen wird. Deswegen sagt der Charles Duhigg, wenn ihr eine gute Routine aufbauen wollt, fangt vorher an. Also fangt nicht bei der Routine an und probiert nicht mit der Disziplin, weil die steht ja quasi hier in der Mitte. Probiert nicht mit der Disziplin hier die Routine zu befeuern, sondern probiert die Disziplin zu nutzen, um den sogenannten Auslöserreiz oder den Auslöser zu befeuern. Was heißt das ganz konkret? In meinem Beispiel, wenn ich weniger Fernsehen gucken möchte, könnte ich einfach den Auslöserreiz suchen. So, das wäre wahrscheinlich die Couch, auf die ich mich am Abend setze. Das wäre der Auslöser. Das Problem ist nur, die Couch, die kann ich nur schwer in den Koffer, in den Keller tun, sagt meine Frau was dagegen. Aber das Thema ist, wenn ich auf der Couch sitze, sehe ich irgendwann die Fernbedienung und ich sehe irgendwann den Fernseher. Bedeutet also, wenn der Auslöserreiz schon entsprechend geändert wird, sagen wir, ich drehe einfach den Fernseher um und ich verstecke die Fernbedienung. Das wäre der Auslöserreiz, also Fernbedienung und Fernseher. Dann könnte ich das relativ leicht vermeiden, indem ich die Fernbedienung verstecke und den Fernseher umdrehe, weil die Frau wahrscheinlich auch nichts dagegen. Aber ich würde dann auf der Couch sitzen und wenn ich dann mal keine Willenskraft habe, würde ich eben Willenskraft aufwenden müssen, um den Fernseher wieder zurückzudrehen, um entsprechend die Fernbedienung wieder zu finden, wo ich sie gerade versteckt habe. Und das würde es mir dann eben wieder sehr schwer machen, hier an diesem Abend tatsächlich Fernsehen zu gucken. Und ich würde vielleicht zum Buch greifen, was dann eben viel dichter auf dem Schreibtisch bzw. auf dem Wohnzimmertisch liegt und dadurch dann eben hier den richtigen Auslöser setzen. Im Trading kann das bedeuten, wenn ihr zum Beispiel in eurem Konto habt, eine permanente P&L, wo ihr Gewinne und Verluste seht, das ist emotional sehr belastend. Das ist eben ein Auslöserreiz, wenn ihr seht, oh, der Trade ist 100 Punkte vorne oder wenn ich gerade sehe, mein DAX ist jetzt hier 40%, 40%. 40 Punkte vorne, dass ich dann eben sage, ja, die 40 Punkte möchte ich ja gerne mitnehmen. Das war jetzt ein super Trade schon, weil ich eben sehe, Mensch, das sind jetzt 4.000 Euro auf dem Konto. Ich weiß aber auch, das ist ein Fehler. Das heißt, mein Auslöserreiz wäre, ich gucke eben auf das Konto, ich würde einen Betrag sehen, sagen wir mal 400 Euro. Und der Auslöser wäre, Mensch, ich sehe meinen Profit, also bin ich wieder bei dieser Prospekt-Theorie von vorhin und ich will den Profit einloggen. Den Auslöser könntet ihr aber ganz einfach dadurch wegbekommen, indem ihr euer Konto eben ausblendet. Und vielleicht nur auf Punkte guckt oder nur auf Prozente guckt oder vielleicht nur zu bestimmten Zeiten in das Trading-Konto reinguckt. Also eine Übung, die ich sehr viel mache mit sogenannten Compulsiveness-Tradern, also mit Leuten, die in der Persönlichkeit eher zu viel traden als zu wenig, ist, dass ich ihnen Handelsverbote ausspreche, im Sinne von, es gibt bestimmte Zeiten, wo sie dann einfach nicht handeln dürfen. Und das fühlt sich im ersten Moment extrem schwer an. Also wenn ihr sehr viel tradet und ich sage euch, ey, ihr habt nur noch eine halbe Stunde am Tag Zeit fürs Traden, und da dürft ihr eure Orders eingeben mit Stop Loss und Take Profit, aber den Rest der Zeit, ihr könnt vielleicht rausgucken, aber ich verbiete euch auf den Teufel, dieses Trading-Konto anzurühren. Für viele ist das eine unglaublich starke Erfahrung, sehr emotional, kommt teilweise auch richtige Suchtverhalten an den Tag, weil dieser Auslöserreiz, ah, ich will nur mal schnell die Märkte checken, führt teilweise dazu, ich bin im Konto und plötzlich habe ich einen Trade. Das heißt, die Routine, besser zu traden, sitzt in der Regel beim Auslöserreiz an oder es ist besser, beim Auslöser anzusetzen und die Belohnung dann zum Beispiel ein fettes Plus im Konto lässt sich dadurch deutlich besser steuern, als jetzt nur die Disziplin auf die Routine zu setzen. Also immer meinen Stop-Loss zu halten, wäre zum Beispiel eine Disziplin, die man aufbauen könnte. Es hängt auch wieder vom konfliktfreien Ziel ab. Aber meiner Erfahrung nach ist es auch sehr gut, hier den Auslöserreiz zu steuern. Also einfach zu sagen, Mensch, ich trade zu viel, das weiß ich, das habe ich in meinem Trading Journal rausgefunden. Und ich gucke einfach, dass ich den Auslöserreiz hier bremse, dass ich also de facto dann weniger trade, indem ich zum Beispiel sage, ich darf nur jeden Morgen von 8 bis 9 auf die Märkte gucken. Ich darf meine Orders eingeben, so wie ich es heute ja auch gemacht habe, der Stop-Sell-Order, und dadurch dann entsprechend im Markt nur in eine Richtung agieren. Könnte ich viel zu darüber erzählen. Wie gesagt, das Buch ist auch sehr lesenswert, typisch amerikanisch, viele Geschichten, viele Beispiele, durchaus interessant,
sich das mal anzugucken. Ja, das nächste Thema ist Team und Austausch. Und Team heißt nicht toll, ein anderer macht, sondern Team steht hier wirklich für die Idee. Ja, kennt man doch, oder? Sondern Das Team kennen steht hier wir. wirklich, Team steht hier wirklich für die Idee, dass einfach der Einzelne nicht so viel erreichen kann wie die Gruppe. Also auch wenn ihr im Portfolio-Management seid, sind Kollegen um euch rum, ihr könnt euch austauschen, ihr könnt euch verbessern. Wenn ihr bei mir in der Trading-Ausbildung seid, habt ihr viele andere Trader, die eben die gleichen Glaubenssätze haben wie ich, die eben die gleichen Ideen und Strategien umsetzen. Da kann man sich einfach austauschen und kann dadurch auch besser werden. Man kann seine Kritik und seinen Zweifel auch mal mit anderen besprechen. Man kann sich einfach auch Luft machen. Und es ist eben extrem wichtig, dass dieses Team auch zusammenhält. Nicht nur das innere Team, so wie im ATM-Modell, also der innere Analyst, der innere Trader und der innere Manager, sondern auch das äußere Team. Und wenn halt euer Freundeskreis, eure Frau, wenn alle sagen, Trading ist Teufelzeug und ich möchte, dass du damit aufhörst und ich verstehe auch nicht, was du da machst, dann ist es eben extrem schwer für euch erfolgreich zu sein. Deswegen ist es hier eben extrem wichtig, dass ihr ein gutes Team habt, dass ihr mit Leuten zusammenarbeitet, die gleichen Ziele teilen, die den gleichen Fokus haben, die auch die richtigen Routinen mit euch aufbauen und dadurch eben auch Mehrwert generieren. Und ich gebe euch mal ein Beispiel, was ein Team so stark macht. Denn jeder von uns ist anders verdrahtet, jeder von uns hat andere Glaubenssätze. Über das Thema könnte ich jetzt auch noch ewig sprechen, aber ich werde es heute nur anteasern. Und wenn ihr eben verschiedene Leute habt mit dem gleichen Ziel, aber verschiedenen Ideen, könnt ihr euer Trading extrem stark gestalten. Ich zeige euch hier mal eine Sache. Das ist ein sehr bekanntes Beispiel aus der Psychologie. Und ich frage euch mal, in welche Richtung dreht sich die Tänzerin? Also Stefan, wo siehst du die wunderbare Frau hier drehen? Nach links oder nach rechts? Na, nach rechts jetzt. Ganz sicher? Ja, wahrscheinlich wird es eine optische Täuschung sein, wie ich dich so kenne, aber. Ja, wir kennen das einfach schon so lange. Ja. Es ist auch wieder, es gibt nicht richtig oder falsch und ich bin mir sicher, die Hälfte der Teilnehmer sehen die Frau jetzt nach links drehen, die andere Hälfte nach Okay. rechts. Ach so, Manche also werden es. Wahrnehmung, selektive Wahrnehmung, alles klar. Genau, es ist jetzt quasi einfach ein Test und ich zeige euch das hier nochmal ein bisschen mit Schraffuren. Jetzt seht ihr, die rechte geht nach rechts und die linke geht nach links. Das ist ein bisschen leichter, weil Stimmt. jetzt peripheres Sehen möglich ist durch die Konturen am Hintern und an anderen markanten Körperteilen. Und da ist es einfach so, dass man hier als Gehirn das leichter unterscheiden kann. Das Spannende ist jetzt aber, wenn du sagst, die Dame hat sich am Anfang für dich nach rechts gedreht, bist du jemand, der hier die Frau quasi im Uhrzeigersinn, gegen den Uhrzeigersinn gesehen hat, Ging mir, beziehungsweise, ich weiß genau. nicht ganz genau. Also du bist hier quasi in diesem oberen Feld. Bedeutet also, du bist jemand, der kreativ ist, der Gefühle zulässt, Intuition, der auf Symbole achtet, Bilder, Zukunft. Für dich ist es eher Nee, leicht, ich war alles. gegen den Uhrzeigersinn. Also ich Achso, pardon. bin der Dann ist es Rationale woanders. jetzt. Dann bist du der rationale Typ mit Logik, Details, Um Fakten, Gottes Semester, Willen. Mathematik. Dir fällt es zum Beispiel leicht, Handelssysteme umzusetzen im Durchschnitt. Dir Okay. fällt es aber eher schwerer, die Dinge auszudenken. Ich bin eher der obere Typ, ich bin eher so kreativ und Gefühle, bin also eine Frau, was das angeht. Und da geht es bei mir eher darum, Handelssysteme aufzubauen, ist total leicht für mich. Mich dran zu halten, ist Ja. total schwer. Wenn ich das jetzt Okay. weiß und wenn ich jetzt zum Beispiel mit dir zusammenarbeiten würde, mit dir also ein Team aufbauen würde, wir würden also die gleichen Analysen zusammen traden, die ich vielleicht entwickelt habe, und könnte ich dir quasi meine Analysen geben und du könntest mir bei deiner Umsetzung helfen, könnten wir zusammen also deutlich mehr erreichen, weil wir einfach zwei verschiedene Persönlichkeitstypen vereinen. Das kann man natürlich auch noch deutlich detaillierter machen. Und ihr findet ja auch einen Trader-Test auf meiner Seite. Momentan habe ich noch keine automatisierte Auswertung, aber es wird auch in Zukunft kommen. Und da ist es einfach eine schöne Idee, wenn man eben diese Dinge miteinander verbindet, wenn also unterschiedliche Persönlichkeitsteams mit den gleichen Zielen zusammenarbeiten und der Stefan und ich, wenn wir uns eben mit dem Ziel, besser im Trading zu werden, einen guten Trading-Prozess zu haben, austauschen, würde ich eben von seiner Rationalität profitieren und er könnte von meiner Kreativität profitieren und dadurch wäre das Team eben nicht 1 plus 1 ist gleich 2, sondern wären wir 3 oder 4 oder wenn ich es mit dem Stefan mache, weil es so ein Spitzentyp ist, wären wir wahrscheinlich 5 oder 6. Da würden wir dann also richtig Gas geben und richtig vorankommen. Oder ja, da wollen wir ganz schön was Herrlich. erreichen, glaube ich. Also, ich würde mal sagen, ja, da können jetzt Ideen geboren werden gerade. Zum Beispiel den Short im DAX nochmal ausbauen, so wie er gerade läuft. So, das dazu. Und dann zum letzten Thema, das Thema Konditionierung. Das ist auch extrem wichtig. Das geht auch so ein bisschen in das Thema Routinen rein. Und es liegt einfach daran, wir Menschen, wir sind extrem konditioniert in unserem Leben. Also jeder, der von uns denkt, wir sind komplett frei, ist eigentlich auf dem Holzdampfer, denn unser Unterbewusstes oder wie ich es lieber nenne, das Überbewusste, hat uns in ganz feste Bahnen gepresst. Das ist gut, weil das spart Energie. Aber wenn ich euch 30 Tage lang beobachten würde, von morgens, mittags, abends, als Trader, aber auch als Vater, als Angestellter, als Chef, als was auch immer,
könnte ich mit 90% vorhersagen, was ihr in den nächsten 30 Tagen macht. Könnt euch ja selber einfach mal beobachten, was waren die letzten 30 Tage, wie habt ihr die verbracht? Und im Durchschnitt ist es genau das, was ihr auch die nächsten 30 Tage machen werdet. Ihr habt euch also sehr stark konditioniert. Und wenn ihr mit den Ergebnissen zufrieden seid, die ihr erreicht, ist es auch gut, dann stimmen eure Konditionierungen. Wenn ihr aber Dinge besser oder anders machen wollt, müsst ihr eben aus diesen Mustern, aus diesen Reizreaktionsgedanken rauskommen. Ihr solltet also die Konditionierung entsprechend ändern oder zumindest solltet ihr sie euch erstmal bewusst machen, um dann eben flexibel zu sein und diese Konditionierung tatsächlich auch anzupassen, wenn ihr das dann möchtet. Das größte Beispiel mit der Konditionierung kommt von dem Herrn Pavlo, russischer Wissenschaftler, der hat ja diese Glocke gehabt mit dem Hund, der sabbert. Und irgendwann hat er es halt geschafft, nachdem die Glocke oft genug geläutet hat, dass der Hund auch ohne Glocke sabbert. Und dann denkt man, naja, Mensch, das sind Tiere, ja, die sind uns ja total weit entfernt. Aber selbst ein Hund hat 99% unserer DNA, ich glaube, ein Affe 99,6. Und Menschen lassen sich auch extrem konditionieren. Das ist auf der einen Seite sehr positiv, wenn ihr das zu eurem Vorteil nutzt, im Sport, im Trading oder auch in anderen Bereichen, Leider auch kann aber auch gefährlich. ein Nachteil sein. Genau. Also wenn ihr immer das Gleiche macht, immer euren Stop-Loss versetzt, weil ihr einmal irgendwie ein schlechtes Gefühl hattet, weil ihr ausgestoppt wurdet, niemand mit euch darüber gesprochen habt, ihr also kein Team hattet, was gesagt hat, okay, du hast dich jetzt hier nicht an deinen klar definierten Investmentprozess gehalten, du hast halt nicht dem ATR-Modell gefolgt. Du hattest zwar die richtige Analyse, wie jetzt Short im DAX, aber dein Trader hat das Stop-Loss eben dann nicht versetzt oder hat es versetzt, obwohl er es nicht machen sollte. Dann ist es so, dass ihr euch auch falsche Dinge antrainieren könnt. Oder wenn ihr regelmäßig Konten schrottet, dann ist es auch so, dass ihr es in Zukunft weitermachen werdet. Dann müsst ihr eben einen sehr starken emotionalen Cut machen. Wie gesagt, ich bin fest davon überzeugt, dass es geht. Das ist eben diese Neuroplastizität des Gehirns. Aber ich sage euch auch, das ist mit Arbeit und Energie verbunden. Es geht, aber es wird euch nichts geschenkt. Und jeder, der euch was anderes sagt, der lügt euch leider an. Hier mal ein Beispiel, wie das ATR-Modell bei mir in der Praxis aussieht. Was mir zum Beispiel sehr wichtig ist in der Analyse, ist nicht nur die Märkte zu analysieren, sondern den Trick habe ich auch vom Steenberger. Die Hälfte der Zeit verbringe ich am Tag damit, mich selber zu analysieren. Bin ich in der Lage, heute gut im ATR-Modell zu traden? Und eines meiner Lieblingsbeispiele, gerade im Coaching auch, ist jetzt sehr emotional und persönlich. Ich habe eine schwere Phase gehabt 2013, da ist meine Mutter sehr überraschend gestorben. Also wirklich vor 2 Tagen telefoniert und danach war sie tot. Sehr überraschend, kurz vor Weihnachten. Und es war für mich natürlich im Trading dann auch ein sehr starkes Problem, weil natürlich habe ich die richtigen Analysen gehabt. Das waren genau die gleichen Analysen, die ich heute auch verwende und den Leuten beibringe. Aber mein Trader war einfach nicht in der Lage, das umzusetzen. Ich wusste das natürlich, weil ich schon viel Coaching gemacht hatte. Habe mir dann bewusst auch in den Fonds ein Vierteljahr Zeit gelassen, bis ich halt wieder aktiver eingestiegen bin. Habe dann aber trotzdem ein Vierteljahr nur Verluste produziert. Wollte es auch längere Zeit nicht wahrhaben, bis ich dann eben auch wieder mit meinem Coach gearbeitet habe und habe dann am Ende eben nochmal ein Vierteljahr draufgelegt, eben komplett pausiert, also nur das Nötigste gemacht. Und dann war es auch einigermaßen überwunden mit den richtigen Techniken, mit den Coaching-Gesprächen. Aber ich habe eben gedacht, mir reichen 3 Monate, was ja eine extrem lange Zeit ist. Und ich bin in diesen Themen ja auch gut ausgebildet. Aber ich habe trotzdem unbewusst was in mir gehabt, was irgendwie sich so rächen wollte an der Börse, was mir eben nicht ermöglicht hat, dann richtig optimal zu traden. Und so geht es halt vielen. Also wenn ihr euch trennt, wenn ihr einen neuen Job habt, wenn ihr gerade einen Autounfall hattet, was auch immer, und wenn ihr dann anfangt zu traden, dann habt ihr wahrscheinlich Glaubenssätze und Dinge, die ihr auf die Märkte projiziert, die eben nicht geeignet sind, um optimal zu traden, weil ihr dann eben nicht in eurem Status quo seid, im optimalen Bild, sondern weil ihr dann wahrscheinlich Trading-Fehler macht und entsprechend eben auch nicht im Optimum tradet. Deswegen achtet euch auf euch, seid glücklich, seid entsprechend ja dankbar auch für all das, was um euch ist. Auch, dass ihr die Möglichkeit habt, überhaupt zu traden. Viele Menschen haben ja gar nicht diese Chance, finanzielle Freiheit zu erreichen mit so einfachen Mitteln. Wir müssen nur intelligent auf die Maus klicken und dadurch ist unser Lebensbrot gesichert. Dadurch können wir finanziell frei sein, überall auf der Welt arbeiten. Wie viele Menschen haben denn dieses Privileg schon? Wir können das. Und wie gesagt, ich habe mit den Leuten, mit denen ich enger arbeite in der Ausbildung, habe denen auch gezeigt, wie viel Geld ich dieses Jahr als privaten Traden verdient habe. Durfte ich ja die letzten Jahre als Fondsmanager nicht. Und es ist möglich, wir können es nutzen, dafür dürfen wir auch einfach dankbar sein. Analysiert euch selber, wie gesagt, Steenberger sagt, analysiert euch genauso lange wie die Märkte, also mindestens 50% der Zeit. Macht bestimmte Routinen, also zum Beispiel so ein Mental Rehearsal ist was unglaublich Wichtiges. Kommt aus dem Leistungssport, ist einfach das Visualisieren von Gedanken und Prozessen. Seid eben auch bereit, hier fokussiert zu arbeiten. Denkt eben nicht, dass ihr 8 Stunden am Tag Hardcore Daytrading machen könnt und nebenbei noch den Haushalt schmeißt, E-Mails lest, Kinder zur Tagesstätte bringt, was auch immer. Es ist ein schweres Geschäft. Gerade wenn ihr mit Emotionen umgehen müsst, dann müsst ihr eben flexibel sein, dann müsst ihr auch stark sein, voller Energie und Kraft. Entwickelt Ideen mit einem geringen Risiko.
unterscheidet eben auch Stalking, wenn ihr dicht an den Märkten seid, und Monitoring, das machen auch viele falsch. Wenn ihr also in der Nacht aufsteht und permanent die Märkte checken wollt in Asien oder den Euro-Dollar-Move der letzten 3 Sekunden, dann guckt einfach, dass ihr nicht mehr im Stalking seid, sondern im Monitoring, sondern im Stalking. Seid euch das bewusst, und umso dichter ihr an den Märkten seid, umso mehr ist der Trader hier eingespannt, also Analyst, Trader und Manager, umso schwieriger ist es dann auch. Hinterfragt euch auch das, was ihr tut, hinterfragt, ob eure Analysen stimmen, hinterfragt, ob euer Trader jetzt wirklich gute Ergebnisse liefert, und vor allen Dingen der letzte Punkt an der Börse, unglaublich wichtig, gerade für Typen wie mich, die eben sehr compulsiveness sind im Trading. Beachtet Boom, kommt vom Tab, Boom steht für Being out of the markets, schafft es also auch, die Märkte nicht zu stark zu stalken, zu stark zu monitoren. Wie gesagt, ich habe jetzt auch aufs Handy geguckt wegen der Bewegung, weil jetzt der Alert kam, dass mein Stop-Sell ausgelöst wurde. Aber seid euch bewusst, dass wenn ihr eben Tag und Nacht nur noch auf die Börse guckt, wenn ihr es im Urlaub nicht mehr schafft, das Smartphone wegzulegen, dass ihr eben auch im Prozess etwas falsch macht. Denn umso eher ihr euch mit den Dingen zu intensiv auseinandersetzt, umso schwieriger wird das Thema Trading auch für euch. Gut, dann habe ich noch eine letzte Folie, glaube ich. Nee, ich habe noch zwei. Albert Einstein, den wisst ihr ja, den habe ich immer mit dabei, weil kann man nichts falsch machen, wenn man den zitiert. Und ein Zitat Ja. ist, oder? Und ein Zitat, was ich für euch habe, ist: Macht die Dinge so einfach wie möglich, aber nicht einfacher. Und das gilt auch für die Börse. Es gibt so unglaublich viele Input-Faktoren. Ihr könnt euch so viele Handelssysteme angucken. Es gibt so viele Bücher, so viele Möglichkeiten, auch so viele Webinare. Von daher ganz großes Dankeschön, dass ihr so lange jetzt auch live dabei wart. Ich habe auch ein bisschen überzogen, weil diese Themen so unglaublich spannend sind. Also denkt bitte daran, macht die Dinge einfach, also probiert die Komplexität auch zu reduzieren, weil an der Börse scheitern die meisten eben auch, weil sie das System Börse als viel zu komplex ansehen. Und man kann es ganz einfach machen. Und gerade meine Strategien, der Stefan hat es ja mit euch geteilt, wie dieser Short Superstar zum Beispiel, die kann man sehr, sehr, sehr einfach umsetzen. Am Freitag Gold kaufen ist leicht. Nur man muss es eben akzeptieren und man muss es anwenden. Hättet ihr all meine Strategien angewendet dieses Jahr, wärt ihr knapp 38% vorne gewesen. Das in einem Jahr, wo der DAX aktuell 18% year to date im Minus ist. Also die Strategien funktionieren nachweislich. Wenn es ihr mir nicht glaubt, testet es bitte selber. Wie gesagt, ich bin auch ein Typ, ich muss es genau erfahren. Guckt euch die Sachen an, hättet ihr alle Strategien umgesetzt. Es sind ja auch ganz, ganz viele mittlerweile. Hättet ihr 38% gemacht, ihr hättet natürlich einen Hebel gebraucht, weil einige Strategien parallel im Markt sind. Aber die Grundidee ist, funktioniert. Wenn es funktioniert, dann könnt ihr das kopieren. Stefan hat es gesagt, entweder lernen wir über Trial und Error, ausprobieren und scheitern, was sehr lange dauert, auch sehr schmerzhaft ist. Stichwort Klavier, einfach 10.000 Stunden vorm Klavier sitzen und auf irgendwelche Tasten drücken. Macht euch nicht wirklich zum nächsten Superklavieranisten, wie heißen die? Pianisten, genau. Sondern Pianisten. nehmt die Pianisten, Dankeschön, sondern nehmt die zweite Variante. Also nicht ausprobieren und scheitern, sondern kopiert einfach gute Dinge, die funktionieren, und setzt die dann für euch um. Ja, und damit die Folie, die ihr vielleicht auch schon von mir kennt, der Hinweis: Wenn ihr mögt, könnt ihr euch gerne für meine Webseite interessieren. Da stehen viele Handelsstrategien, da habe ich diese psychologischen Sachen auch beschrieben. Ihr könnt euch für den Newsletter anmelden. Und ich bilde eben auch aus, also gerade das Thema Fokus, gerade das Thema Team, gerade das Thema Commitment, all diese Dinge, die findet ihr eben bei mir auf der Homepage unter dem Punkt Intensivausbildung Portfolio Management. Das ist eine der größten Ausbildungsgruppen, die wir mittlerweile in Deutschland haben. Und Stefan, vielleicht bist du so gut und teilst den Link ganz kurz auch nochmal mit den Teilnehmern, die es interessiert. Mittlerweile sind über 250 Leute in meiner Ausbildung. Wir haben hier also auch ein sehr starkes Netzwerk. Die nächste Online-Ausbildung fängt im Januar auch schon an. 10 Live-Webinare haben wir. Wir werden Live-Trading machen. Das könnt ihr dann wunderbar mit WH Self Invest auch umsetzen. Wir haben also ganz viele Ideen. Zum Beispiel all meine Trader in meiner Ausbildung wussten genau, warum ich gerade Short im FDAX gegangen bin, warum ich eben hier den Trade umgesetzt habe, warum eben gerade der Short Superstar greift, warum mein großes Bild fürs nächste Jahr so negativ ist. Ihr könnt hier also wirklich von mir als Portfolio-Manager profitieren, von meinen über 10 Jahren Börsenbildung, Börsenwissen. Und das ist eine sehr dezidierte Ausbildung, die auch komplett neu ist. Also wir reden da über Inhalte, die ich nirgendwo veröffentlicht habe, über Strategien, die ihr auch noch nicht kennt. Und wir reden über die Kombinatorik von Strategien und, und. Also wenn es euch interessiert, guckt es euch mal an. Ich will jetzt auch nicht zu viel Werbung machen. Ihr findet ja auch verschiedene Live-Depots. Das Live-Trading selber findet ihr nicht, sondern das ist nur bei den einzelnen Ausbildungsteilnehmern dann, die eben live mit dabei sind. Ihr könnt die ganzen Referenzen euch angucken. Ihr findet YouTube. Ihr seht hier 123 positive Bewertungen. Das ist einmalig in der DACH-Region. Es gibt keine Ausbildung, die besser bewertet ist in Deutschland. Darauf bin ich auch sehr stolz. Und das ist natürlich auch mein Anspruch. Und wenn ihr sagt, hey, ihr wollt mitmachen, könnt ihr euch hier anmelden. Und wir haben hier den Gutscheincode WHS. Und dann seht ihr, Ah, hey, wir haben okay. hier 2 Gutscheine freigeschaltet. In der freundlichen Kooperation mit Stefan können wir euch eben hier 300 Euro
Rabatt erlassen für zwei Ja, Leute, die das ihn ist doch was. haben. Und das denke ich auch. Also wenn ihr Lust habt, geht auf die Seite, auf den Link, der gerade gepostet wurde. Gilt jetzt auch nur, bis die zwei Gutscheincodes weg sind. Könnt alles hier ausfüllen. Entweder ihr macht das als SEPA-Lastschriftverfahren oder ihr geht über Digistore. Habt ihr also die Möglichkeit, dann an der Ausbildung teilzunehmen. Und ich kann euch versprechen, so günstig kommt ihr nie wieder rein. Im nächsten Jahr wird es teurer, weil eben das Live-Trading auch sehr intensiv ist. Ich zeige euch da quasi 3 Monate jeden meiner Trades. Und das ist der gleiche Job, den ich früher auch für meinen Arbeitgeber gemacht habe, wo ich also wirklich sehr, sehr intensiv mich um die Fonds gekümmert habe. Und das ist natürlich ein Vollzeitjob, aber es macht mir unglaublich Spaß und diese Transparenz, die lebe ich auch. Ich zeige euch meine Verlusttrades genauso wie meine Gewinntrades, weil an den Verlierern kann man viel mehr lernen, kann auch viel mehr zusammenarbeiten. Wie gesagt, all die Dinge, die wir besprochen haben, Fokus, Ziele, Commitment, das richtige Team, all das wird eben auch in der Ausbildung fokussiert. Deswegen ist es auch kein Wochenende oder keine Woche, sondern deswegen geht es eben über 3 Monate, beginnt am 16.01. jeweils 10 Live-Webinare jeden Mittwoch von 18:30 Uhr bis 20:30 Uhr, aber auch dann eben permanentes Live-Trading, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Gut, am Wochenende vielleicht Bitcoin, aber eher weniger. Ich will nur sagen, es ist wichtig, dass es ein Prozess ist, also dass ihr dann regelmäßig meine Schritte erkennt und das vielleicht in euren eigenen Trading-Prozess integrieren könnt, weil eins ist auch klar, ihr werdet niemals so an den Märkten traden wie ich, das müsst ihr auch gar nicht. Aber ihr könnt vielleicht die ein oder andere Idee nehmen. Dadurch könnt ihr euch unglaublich viel Geld sparen. Ihr könnt die richtigen Prozesse aufsetzen. Ihr könnt eben deutlich erfolgreicher sein. Ihr könnt zu diesen 10, 20% der Gewinnern gehören, wenn ihr eben diese Prozesse umsetzt, wenn ihr hier eben richtig tradet, wenn ihr den richtigen Glaubenssätzen folgt und den richtigen Strategien. Das kommt durch Disziplin. Disziplin geht über Routine und Wiederholung. Da habe ich euch einiges erzählt. Und damit freue ich mich, wenn noch Fragen sind. Und wenn nicht, kann ich nur sagen, ich habe unter euren Stuhl was Ja. geklebt, was ihr braucht, um noch mehr Disziplin zu haben. Da klebt nämlich gar nichts. Ihr braucht nichts. Ihr könnt direkt anfangen jetzt mit noch mehr Disziplin. Damit gehe ich dann in die Fragerunde, Stefan. Ja, vielen Dank. André, ich habe auch noch mal ganz kurz was. Und zwar, wenn ihr Interesse habt, auch an diesen Strategien, die wir ja gerade am Anfang gezeigt habt, ne? Das ist ja für die Kunden interessant, die können sich das kaufen für den Nanotrader und für die, die noch nicht Kunde sind, die sollten schleunigst Kunde werden, weil dann haben sie nämlich Zugriff auf diese Strategien und das ist vielleicht auch nicht so ganz unwichtig. Das kann man jetzt auch prima mit deiner Ausbildung zum Beispiel kombinieren. Na, also alles ist möglich. Dann einfach mal hier raufklicken. Ich könnte auch hier eine persönliche Online-Einweisung in die Trading-Plattform anbieten und das auch speziell zeigen vom André oder eben für die, die noch nicht Kunde sind, einen Anruf mit unserem Angebot für schnell entschlossen. Einfach mal draufklicken und dann haben wir das hier auch wunderbar gelöst. Ich kann das dann im Nachhinein auch feststellen. Die Wunder der Technik, ne, das ist immer wieder faszinierend, was man so machen Genau. kann. Also, ich Das finde ist das die super perfekte cool. Konditionierung, wenn ihr eben in eurer Trading-Plattform automatisch seht, dass jetzt zum Beispiel der Short Superstar greift, dass jetzt eben mit dem Gap Close von heute bei 11.300 diese Short Order in den Markt reingeht. Da werdet ihr immer wieder an diese richtigen Analysen erinnert. Hier seht ihr den Backtest von der Strategie. Wie gesagt, 2, 3 Jahre geht es auch seitwärts, aber das ist genau die Strategie, wo ich vorhin schon angedeutet habe. Wenn ihr euch das eben nutzt, wenn ihr das in eure Plattform reinholt, könnt ihr euch konditionieren, weil ihr seht einfach, das ist eine Phase, wo man vielleicht nicht long gehen muss, sondern wo statistisch diesen Vorteil gibt. Und wenn ihr es immer wieder seht, ihr müsst es ja auch nicht handeln, das ist ja auch das Tolle, sondern ihr könnt selber noch entscheiden. Aber ihr werdet dann sehen, wenn ihr es 10, 20, 30 Mal beobachtet habt, dann kommt Konditionierung und dann könnt ihr das wunderbar nutzen. Und da bin ich euch auch sehr dankbar, Stefan und dem ganzen WH Self Invest Team. Ich weiß, wie viel Arbeit das ist, das umzusetzen Das ohne war eine ganze Menge Erfahrung. Arbeit. Ja, 8 Strategien muss man erstmal machen. Das ist nicht so ohne. Genau. Aber es klappt Muss. und das freut uns halt super, super, dass wir das auch so machen können. Und dafür auch für deinen Input. Vielen, vielen Dank auch für heute. Es war wieder sehr kurzweilig. Ich habe auch wieder viel gelernt. Das ist das Schöne an meinem Job, ne? Ich kann das immer auch mitlernen, alles, was die Kollegen hier präsentieren. Das ist immer sehr, sehr schön. Also vielen herzlichen Dank für diesen tollen Vortrag. Und das war ja auch mal wirklich ein neues Thema von dir. Deswegen war ich auch so gespannt, wie das heute wird. Also super Geschichte. Vielen Dank. Ich habe zu danken und wenn wir keine Fragen mehr haben, schönen Abend. Dann würde ich Ich mich habe auch jetzt freuen, wenn nichts noch Fragen weiter. kommen. Nee, wir Perfekt. können in der Tat jetzt beenden. Wir haben erstmal nichts weiter. Es arbeiten jetzt erstmal alle an ihrer Disziplin. Das Vielen würde mich sehr Dank. freuen. Ich habe zu Dir einen danken. schönen Mach's gut, Abend. Stefan. Ihnen einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Morgen geht's weiter. Live-Trading mit dem René Wolfram. 13 Uhr geht's los. Das ist das nächste Webinar in unseren Webinarwochen. Da ist es dann in der Tat so. Warten Sie mal, ich nehme noch mal schnell den Bildschirm hier. Da ist es dann in der Tat so,
dass wir ja, 13 Uhr loslegen. Und es ist so, der George Bush ist ja gestorben. Das heißt, die amerikanischen Börsen werden wahrscheinlich morgen zu haben. Das ist jetzt unsere letzte Meldung. Also die Aktien- und die Bondmärkte werden geschlossen sein morgen, weil ein nationaler Trauertag angeordnet ist in den USA. Und wahrscheinlich werden aber die Rohstoffmärkte handeln. Insofern wird der René da was draus machen. Ja, also es wird trotzdem spannend. Melden Sie sich da an. Live-Trading mit René, 13 Uhr am morgigen Mittwoch. Am Donnerstag ist dann der Michael Vogt dran. 18:30 Uhr geht's da los. Ne? Der Klassiker, ja. Markttechnik 360 Grad. Der Mann, der das große Buch der Markttechnik geschrieben hat, ist also live hier fast zum Abschluss sozusagen unserer Webinarwochen. Und dann haben wir danach noch den Markus Gabel am Freitag, der ist 18 Uhr am Start. Und da geht es dann um die Trader-Geheimnisse. Warte mal, ich muss hier mal ein bisschen vorspulen, weil das jetzt hier nicht zu sehen ist. Hier, das Geheimnis erfolgreicher Trader, 18 Uhr, genau, bin ich richtig, am Freitagabend. Also, dann wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen Abend. Bleiben Sie schön gesund vor allen Dingen, das ist wichtig. Sie wissen ja, Erkältungszeit, da muss man sich auch immer ein bisschen schützen. Ich wünsche Ihnen gute Trades natürlich und auch einen wunderschönen Abend. Genießen Sie noch den Abend und dann sehen wir uns vielleicht und hören uns vielleicht dann zu den nächsten Webinaren wieder. Würde ich mich sehr freuen. Machen Sie es gut. Bis dann. Tschüss, Ihr Stefan Fröhlich. Ciao, ciao.